Fans in hellem Lichte. Wir sagen wir, FC Bayern, unsere Liebe. Wir sagen wir, wir sind deutsche Meister. Ja, liebe Bayern-Fans, da ist das Objekt der Begierde. Da ist sie, da wo sie hingehört. Die Meisterschale in München beim FC Bayern. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Matchday-Show am 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Der SC Freiburg ist zu Gast beim FC Bayern München. Das Spiel, ja, das verspricht interessant zu werden, zumal es für den SC Freiburg immer noch um die Qualifikation für die Euroleague geht. Also da ist noch einiges möglich für Christian Streich und seine Truppe. Der FC Bayern, ja, hat die Meisterschale schon nach München geholt. Also da ist ein bisschen Druck raus. Nichtsdestotrotz wird es jetzt auf jeden Fall noch darum gehen, die Bundesliga auch hoffentlich siegreich zu Ende zu spielen. Und das wird man natürlich heute auch gegen den SC Freiburg versuchen. Ihr könnt heute mit dieser Show auch ganz nah dran sein am Spiel, wie ihr das ja mittlerweile schon ein bisschen gewohnt seid. Wir werden auf jeden Fall immer mal wieder auf das Spiel schauen. Wir werden zu unseren Webradio-Kommentatoren schalten. Auch hier der Hinweis, das Webradio frei zugänglich auf unserer Homepage fcbayern.com. Da könnt ihr reinhören in Deutsch und in Englisch. Und wir werden euch hier so ein bisschen das Second-Screen-Feeling geben für zu Hause. Also ihr könnt hier mit uns das Spiel verfolgen. Ihr könnt zudem einiges über den Spieltag erfahren. Wir werden mit Roy Makaay sprechen, der FC Bayern-Legende, ehemaliger Superstürmer. Wir hören Lucas Hernandez mit seinem ersten deutschen Interview und. Also jede Menge Inhalte. Schreibt eure Fragen, schickt eure Fotos in die Kommentare hier. Wir werden die dann aufnehmen und hier behandeln und mit euch über dieses Spiel sprechen und mit euch zusammen dieses Fußballspiel anschauen. Jetzt aber erstmal ganz am Anfang freue ich mich auf unseren ersten Schaltgast oder unsere erste Schaltgästin, und zwar ist das Lina Magul von den FC Bayern Frauen, die uns zugeschaltet ist. Lina, ich grüße dich. Hallo. Hörst du mich denn schon? Ich höre euch, ja. Hört ihr mich auch? Also ich höre Lina gerade leider noch nicht. Müssen wir gleich noch mal ein bisschen auf die Technik schauen. Kurz mal zur Ausgangslage bei den FC Bayern Frauen. Die würde ich jetzt mal schnell abgreifen, bis ich Lina dann auch auf dem Ohr höre. Die Wolfsburgerinnen sind in der Liga der Frauen schon deutscher Meister. Hallo. Also da ist die Meisterschaft schon durch. Für die Frauen geht es morgen gegen den Spitzenreiter. Also das könnte auf jeden Fall noch mal ganz interessant werden. Lina, jetzt glaube ich, jetzt höre ich dich auch. Jetzt versuchen wir es noch mal. Lina, grüß dich. Hi. Hi, servus. Lina, wo bist du uns gerade zugeschaltet? Wo bist du? Ich bin gerade zu Hause und habe schon Bundesliga eingeschaltet, also werde mir gleich auch natürlich den FC Bayern angucken. Sehr gut, das ist schon mal eine Grundvoraussetzung für heute. Lina, ich habe es gerade schon angesprochen, die Meisterschaft bei euch in der Liga auch schon durch. Wolfsburg hat es wieder einmal, muss man sagen, geschafft. Nichtsdestotrotz geht es für euch auch noch was, Champions League Qualifikation. Die könnt ihr morgen gegen Wolfsburg, also gegen den schon feststehenden deutschen Meister, sicher machen. Wie groß ist die Lust und wie groß ist die Motivation im Team, das morgen selbst zu machen? Ja, die Motivation ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Wir sind jetzt nach der Corona-Zeit sehr, sehr gut drauf und wollen das morgen natürlich auch wieder unter Beweis stellen, dass wir uns einfach jetzt als Team sehr gut eingespielt haben und uns ist dann auch ziemlich egal, dass Wolfsburg jetzt leider wieder Meister geworden ist. Aber ich gehe davon aus, dass sie auch hoch motiviert sein werden und uns nichts schenken werden. Und von daher freue ich mich einfach enorm auf das Spiel morgen und hoffe natürlich, dass wir dann morgen einen Sieg holen und somit unseren zweiten Platz fix haben. Du hast es gerade angesprochen, Wolfsburg ist wieder Meister. Sie haben in dieser Saison noch keine Niederlage. Einzig im Hinspiel gegen die FC Bayern Frauen gab es ein 1:1. Also da mussten sie ein paar Punkte lassen. Was macht dich zuversichtlich, dass ihr das morgen einfach noch in eine positive Richtung lenken könnt und das Spiel gewinnen könnt? Ja, zum einen eben das Hinspiel, dass wir da als einzige Mannschaft den paar Punkte klauen konnten. Und dass wir einfach gerade in einer sehr, sehr guten Verfassung sind. Nicht nur die einzelnen Spieler, sondern
eben auch zusammen als Team. Da sind wir ja jetzt einfach nochmal näher zusammengerückt und von daher bin ich da wirklich sehr positiv, dass wir morgen auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel machen werden und ja, die 3 Punkte dann auch hier bei uns behalten. Zuletzt gab es ja 4 Siege in Folge. Also Jens Scheuer hat da offensichtlich die richtige Strategie gefunden, euch auch einzustimmen. Wie schwer ist es? Du kannst es ja jetzt so ein bisschen praktisch aus der FC Bayern-Sicht beantworten. Die Bayern sind Meister, Freiburg kommt zum Meister. Wie schwer ist es, gegen den Meister zu spielen? Ja, ich glaube schon sehr schwer. Ich denke mal, dass sie mit ihrer besten Elf auch auflaufen werden und haben ja überhaupt keinen Druck. Und wenn man keinen Druck hat, dann spielt man nochmal viel befreiter auf. Kenne ich persönlich auch sehr gut. Wenn kein Druck vorhanden ist, dann läuft es wie am Schnürchen. Und von daher wird es morgen bestimmt nochmal einen Tick schwerer als sonst schon. Aber wie gesagt, ich bin wirklich total von uns überzeugt und gehe von einem Sieg aus. Dann sind wir schon mindestens mal 2, denn ich bin auch sehr von euch überzeugt und relativ zuversichtlich, dass das morgen auch gut laufen wird. Lina, du hast gesagt, die Bundesliga hast du schon an. Heute Freiburg zu Gast. Was glaubst du, wie geht es da heute aus in der Allianz Arena? Schwierig. Also dadurch, dass ich ja auch Fan von den Männern bin, hoffe ich mal auf Bayern. Aber ich bin ja auch selber ein bisschen verbunden mit Freiburg und weil ich da selber eben auch schon gespielt habe, mag die Philosophie sehr, sehr und glaube, dass die Freiburger denen das auch ordentlich schwer machen werden. Aber durch die Heimstärke, die dann nochmal dazu kommt, auch wenn es jetzt leider ohne Zuschauer ist, gehe ich mal davon aus, dass es ein knappes Ergebnis wird. Ja, die Bayern auch einfach weiter im Flow sein werden und heute auch wieder einen Sieg holen. Ich habe gewartet, aber er kam nicht, der Ergebnistipp. Den bräuchte ich noch, Lina. Was glaubst du? Ein knappes Ergebnis, aber ich sag mal 2-1. 2-1, hervorragend. Das notieren wir mal. Da hoffen wir mal, dass das auch hoffentlich dann eintritt und ihr morgen eure verdienten Lohn auch holen könnt und euch für die Champions League qualifizieren könnt. Das wäre ein Traum, wäre ein super Bayern-Wochenende. Und ich danke dir, Lina, und wünsche dir viel Spaß beim Spiel und viel Erfolg morgen. Ja, ich danke auch. Viel Spaß noch. Ciao, ciao. Dankeschön. Tschüss. Also Lina Magul mit einem Ergebnistipp, der, glaube ich, ganz gut ist, der für den FC Bayern München spricht. Da können wir uns, glaube ich, schon damit anfreunden. Und wir wollen dann auch gleich mal wieder auf einen weiteren Kollegen schauen, und zwar Roy Mackay. Er war ja auch Stürmer beim FC Bayern München, kann also auch ganz gut einschätzen, was Robert Lewandowski da gerade leistet. Und Roy ist uns jetzt schon zugeschaltet. Roy, grüß dich. Hallo, grüß dich. Hörst du mich schon? Servus. Hi, grüß dich, Roy. Roy, von wo bist du uns zugeschaltet? Bist du gerade zu Hause? Ja, ich bin zu Hause in Rotterdam in Holland. Kurz schnell eingeschaltet auf meinen Computer und dann direkt hinters Fernsehen, um das Spiel anzuschauen. Sehr schön, Roy. Du hast die Bundesliga bestimmt auch bis dato schon verfolgt, natürlich auch den FC Bayern München mitverfolgt. Du bist natürlich vorbelastet. Du warst bei Bayern von 2003 bis 2007, hast auch die Schale 2-mal geholt. Also du kennst die Meisterschaft, du kennst den FC Bayern München. Wie hast du denn jetzt die vergangenen Spiele des FC Bayern München gesehen? Ja, sehr hohes Niveau, abgesehen vielleicht vom ersten Spiel gegen Union Berlin. Aber glaube ich auch normal, wenn man so lange keine Spielpraxis hat, aber anschließend fast alle Spiele sehr souverän gewonnen. Einige spielen ein bisschen besser wie im anderen, wenn man das Meisterschaftsspiel sieht. Das war nicht besonders, aber das hat, glaube ich, mehr mit Bremen zu tun, die eigentlich nur verteidigt haben. Aber wenn man die Spiele davor gesehen hat, wunderschöne Tore gesehen, hohes Niveau und ja, mit Recht schon wieder Meister. Tore hast du angesprochen. Ich habe es mir vorher nochmal angeschaut. Du hast 103 Tore in 183 Spielen für den FC Bayern München geschossen. Deine beste Saison, ich wälze jetzt mal ein bisschen die Zahlen, 23 Tore in der Bundesliga. Robert Lewandowski steht gerade bei 31 Toren. Wie kannst du diese Marke einschätzen? Also du hast 23 gemacht, du weißt, wie schwer 23 sind, du weißt sicher auch, wie schwer 31 sind. Also wie ist das einzuordnen? Na, ich glaube, die Saison von Lewandowski ist unglaublich. Ich meine, die letzten paar Jahre waren schon unglaublich. Immer viele Tore, aber diese Saison schaut es, ob er schon wieder besser ist als letzte Saison. Hat natürlich auch ein paar Spiele verpasst. Für ihn war vielleicht die Corona, nicht die ganze Geschichte, aber damit er wieder fit werden konnte und jetzt
wieder wichtig sein für die Mannschaft, war für ihn gut, weil er war natürlich gut verletzt, wo den Corona-Krisis angefangen hat. Aber der ist dieses Jahr auf ein unglaublich hohes Niveau, nicht nur in der Bundesliga, aber auch in der Champions League. So, ja, hoffentlich behält er diese Form die letzten paar Spiele. Champions League hast du angesprochen, Roy. Du wirst ganz oft mit Sicherheit auch darauf angesprochen. Das schnellste Tor in der Champions League-Geschichte. Da schreibt Mike Tyson gerade auch nochmal, heißt da auf YouTube, ein User. Schnellstes Tor der Champions League-Geschichte bis heute und das gegen Real Madrid. Und auch Bayern München auf YouTube, ein User, der so heißt wie unser Kanal. Grüß dich, Roy. Also du bist immer noch eng verwurzelt mit dem FC Bayern München. Was treibst du sonst so aktuell? Wie ist dein Fußballbezug jetzt? Nein, im Moment ruhig. Ich meine, ich war bis Oktober bei Feyenoord tätig, dann seitdem nicht mehr. Und jetzt ja, viel Fußball anschauen. Ich meine, die letzten paar Monate haben kaum Fußball, da war natürlich nichts. Aber ja, zum Glück ist die Bundesliga wieder angefangen, Spanien, England ist wieder angefangen, Italien. So, es gibt was mehr im Fernsehen und für den Rest ja, regelmäßig ein paar Online-Sachen machen für ja, Bayern unter anderem. So, immer noch genügend zu tun im Moment. Also du bist physisch und vor allem vom Gefühl her immer an derselben Straße und immer in der Allianz Arena. Dort ist heute auch der SC Freiburg, trifft auf den deutschen Meister. Wie siehst du dieses Spiel? Ich habe vorher Lina Magul schon gefragt. Es ist schwierig wahrscheinlich für den Gegner gegen den deutschen Meister aufzuspielen, weil der ein bisschen Druck einfach raus hat und viel befreiter aufspielen kann. Oder wie siehst du das? Ja, das ist eins. Aber zweitens glaube ich, die haben natürlich in zwei oder drei Wochen auch noch das Pokalfinale. So, ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt diese zwei Spiele als gute Vorbereitung auf das Pokalfinale sehen. Wollen auch mal ein paar andere Spiele die Möglichkeit geben zu spielen. Das sieht man heute an der Aufstellung mit Cuisance. Javi Martinez darf wieder mal ran. Den Singh, glaube ich, zum ersten Mal im Startelf. So, er kann ein anderes Spiel auch mal eine kurze Pause geben und ja, dass die. Und der andere kann sich wieder bewerben für die letzten paar Spiele. So, ich glaube, die können jetzt locker spielen, aber wollen beide Spiele gewinnen, gut gewinnen, um mit einem guten Gefühl Richtung Berlin zu gehen in ein paar Wochen. Absolut, also da gibt dieses Spiel auf alle Fälle noch mal ein bisschen was her. Aufstellung wollen wir gleich machen. Auch hier noch mal eine Frage von Toni Braun über YouTube. Roy, arbeitest du auch für den FC Bayern? Das kann man mit einem ganz klaren Ja beantworten. Roy, du bist ja auch oft mit den Legenden unterwegs. Kennst natürlich deshalb auch die Mannschaft sehr, sehr gut. Und demzufolge wollen wir jetzt mal mit dir auf die Aufstellung des FC Bayern München schauen. Da haben wir als allererstes mal Sven Ulreich im Tor, Benji Pavard, Jerome Boateng, Javi Martinez, Lucas Hernandez, die Viererkette. Also da gab es ein paar Wechsel, Joshua Kimmich, Goretzka. Und Singh im Zentrum, Robert Lewandowski, Sturm, rechts und links über die Außenbahnen, Thomas Müller und Mikael Cousins. Also ein paar Veränderungen, die du schon angesprochen hast. Wie schätzt du die Elf ein, die sich Hansi Flick heute ausgesucht hat? Ja, wie ich eigentlich schon gerade gesagt habe, ich glaube, ich gebe mal ein paar Spieler eine Pause. Andere Spiele können wir mal zeigen, wie Cuisance, wie vor ein paar Wochen auch schon gegen Gladbach dran dürfte. Singh zum ersten Mal, Martinez, auch Ulreich. Ich glaube, das ist sehr gut, dass er jetzt auch ein paar andere Spieler die Möglichkeit gibt zu spielen. Ja, er wechselt nicht alle elf, weil das wird natürlich würde vielleicht auch ein bisschen komisch sein Richtung die anderen Vereine in Deutschland. Aber wie schon gesagt, ich bin davon überzeugt, dass das erste Spiel als Vorbereitung schon Richtung das Pokalfinale gegen Leverkusen ist. Und ja, jetzt können diese Spiele, die wir gerade benannt haben, die können es jetzt zeigen, dass die auch die letzten paar Spiele noch viele Minuten haben dürfen. Das ist auch das, was Hansi Flick immer wieder angesprochen hat. Den Jungen, die sich im Training so gut zeigen, einfach mal ein bisschen Spielzeit zu geben, die einfach mal ein bisschen auch einfach ja, zu lassen und sie zu belohnen für diese guten Trainingsleistungen. Roy, du kommst immer noch sehr, sehr gut bei den Bayern-Fans an. Gary schreibt hier nochmal über YouTube, Roy Makaay, für mich einer der Besten, der jemals beim FC Bayern gespielt hat. Also die Fans, die kennen dich wohl noch, die schätzen dich wohl noch für deine Leistungen, die du hier beim FC Bayern erbracht hast. Und ich bräuchte von dir, Roy, jetzt noch einen Tipp, wie es heute ausgeht. 2-0. 2-0 Tore macht Robert Lewandowski 2? Lewandowski 1 und der andere Goretzka. Oh, Goretzka, da müsste fast Kopfball werden. Sehr schön, vielen herzlichen Dank, Roy Makaay, für deine Einschätzung. Schön. Wir sprechen nochmal später in der Halbzeit, dann haben wir die erste Halbzeit gesehen und dann können wir mal schauen, ob dein Tipp in die richtige Richtung geht. Vielen Dank, Roy, und bis später. Bitteschön, bis später, ciao.
So, soweit also die Einschätzungen von Römer Kai. Robert Lewandowski könnte dann mit diesem Tipp sein 32. Tor machen. Da werden wir ganz genau hinschauen. Jetzt wollen wir aber erstmal rüberschauen zu unseren Webradio-Kollegen. Das ist heute Tim Haug und Christian Glück, die für uns das Spiel live kommentieren. Wie ich vorher schon erwähnt habe, könnt ihr das auch die ganze Zeit einfach live mithören auf unserer Webseite fcbayern.com auf Deutsch und Englisch. Und da wollen wir jetzt mal rüberschauen, die ersten Minuten im FC Bayern Webradio. Viel Spaß! Ungewöhnlichen Aufstellungen hier präsentieren werden. Der Ball momentan zurückgespielt zu Sven Ulreich. Dann kontrollieren die Bayern erstmal das Geschehen und herzlich willkommen also auch an die Matchday-Show. Jetzt mittlerweile sind wir auch bei euch dann zugegen und dürfen für euch das nicht nur im Live-Webradio kommentieren, sondern eben auch hier. Seht ihr uns im Bild, was wir hier zu tun haben. Die Bayern also im Ballbesitz spielen jetzt erstmal auf die Nordkurve quasi zu in den, Tim hat es angesprochen, neuen Trikots für die kommende Saison. Jerome Boateng im Moment am Ball, gibt raus nach links zu Lucas Hernandez. Die Bayern kontrollieren erstmal. Wir sind gespannt, was die Freiburger da so im Petto haben heute. Die Bayern weiter in Ballbesitz. 5 Änderungen hat Hansi Flick in der Startelf ja vorgenommen. Wir haben vorhin über die Aufstellung gesprochen. Die ein oder andere Überraschung mit dabei, während die Bayern das Spiel jetzt erstmal versuchen zu kontrollieren. Ballberührung von Sven Ulreich, der eben für Manuel Neuer im Tor heute startet. Die Freiburger da mit einem frühen guten Pressing wollen die Bayern direkt mal unter Druck setzen. Ball geht nochmal zurück zu Sven Ulreich. Da wird versucht dann nochmal neu aufzubauen. Aber wie gesagt, auch da die Freiburger mit Nils Petersen vorne sehr aggressiv drauf, setzen die Bayern da sofort unter Druck. Zweikampf im zentralen Mittelfeld, Ball geht dann an die Freiburger. Die können das Ding dann erstmal behaupten, aber auch da geht der Ball dann erstmal zurück in die eigene Hälfte zum Keeper, zu Alexander Schwolo. Und jetzt schlägt er den Ball lang in die Hälfte der Bayern. Weiter Ballbesitz für die Freiburger auf Höhe der Mittellinie. Da ist Florian Goretzka dazwischen und der hat jetzt ein bisschen Platz. 20 Meter vor dem Tor der Freiburger, kann sich da gut durchsetzen. Zieht in den Strafraum, legt den Ball kurz auf Sing. Aber dann ist Jonathan Schmid dazwischen, kann zunächst mal klären. Ball geht ins Seitenaus, gibt Einwurf für die Bayern oder sogar ein Eckball. Also, erster Eckball für die Bayern. Ball ging dann tatsächlich ins Tor aus. Joshua Kimmich wird diesen ersten Eckball nach knapp 2,5 Minuten ausführen. Ball kommt in den Strafraum und dann ist ein Freiburger dazwischen, der den Ball auf die Brust bekommt. Das heißt, es gibt direkt den zweiten Eckball hinterher. Wird wieder eine Sache für Joshua Kimmich sein. Ja, weil Dominik Heinz den Ball eben über die Torauslinie buxiert hat. Und wir kennen das, Joshua Kimmich diesmal mit einer kurzen Ausführung der Ecke, bekommt den Ball aber sofort wieder von Sarri Singh. Die Hereingabe ist gefährlich und geht rein in den Torwartraum. Aber dann können sich die Freiburger befreien, aber nicht allzu weit, weil Javi Martinez gut steht und den Ball wieder nach vorne köpft. Also die Bayern machen weiter Druck. Aber die Freiburger, Tim hat schon angesprochen, die sind heute richtig giftig, die sind on fire. Klar, für die geht es um was. Die könnten in den europäischen Wettbewerb noch einziehen, obwohl, das sagt zumindest Trainer Christian Streich, das ist für uns nie ein Thema. Naja, also wer es glaubt, der hat natürlich einen Anspruch und einen Ehrgeiz. Die wollen natürlich was reißen. Sie haben aber gesagt, wir müssen hier leiden gegen die Bayern. Die Bayern kontrollieren den Ball, nichts passiert, die in den eigenen Reihen. Ball läuft hinten rum über Javi Martinez, der ein Startelf-Debüt feiert in diesem Kalenderjahr 2020. Hat immer so das ein oder kleine Wehwehchen, aber mittlerweile ist er wieder voll dabei. Freuen wir uns, dass er dabei ist. Kluger Pass jetzt von Müller auf rechts raus auf Lewandowski ins Zentrum. Ball geht durch und dann versucht er eine Direktabnahme. Spektakulär Lucas Hernandez im Fallen, im Rutschen. Bei so seifigen Bodenverhältnissen kann man das machen. Hätte vielleicht was werden können. Wäre wahrscheinlich Tor des Jahres geworden. Aber der Ball extrem schwierig zu nehmen. Also knapp 4 Minuten gespielt, durchaus ein munterer Auftakt, gab schon die ersten 1-2 Strafraumsituationen für die Bayern. Javi Martinez hatte da nach dem Eckball von Joshua Kimmich möglicherweise die Chance gehabt, an den Ball zu kommen, aber dann waren die Freiburger doch wieder dazwischen. Geht weiter mit Einwurf für die Gäste, die sich da hinten jetzt mal ein wenig raus befreien wollen, funktioniert aber nicht. Ball ist schon wieder in Reihen der Bayern bei Joshua Kimmich. Auf der Mittellinie spielt er einen klugen Pass auf die linke Seite zu Sabri Singh.
Singh. Der liegt kurz quer, dann geht es ins zentrale Mittelfeld, aber nochmal nach außen über Lucas Hernandez. Also die beiden, Singh und Hernandez, die harmonieren da schon ganz gut auf der linken Seite. Die Bayern jetzt nochmal mit einem Aufbau. Jerome Boateng von der Mittellinie, langer Ball in den Strafraum. Der landet dann bei Thomas Müller, zweiter Ball. Aber dann ist ein Freiburger dazwischen, kann die Situation klären. Aber die Bayern schon wieder im Ballbesitz. Schnell gespielt von Leon Goretzka. Versucht er den Doppelpass mit Lewandowski. Nein, Müller war es. Aber Müller zieht dann aus der Drehung selber ab. Ball geht knapp 2 Meter am Tor vorbei. War eine gute Situation. Klasse gemacht von Müller. Der hat da ein bisschen Zeit, entscheidet sich dann für den Abschluss, statt nochmal abzuspielen. War gar keine schlechte Möglichkeit für die Bayern. Abstoß für die Freiburger. Alexander Schwolo wird den Ball dann gleich wieder ins Geschehen reinbringen. Der geht weit in die Hälfte der Bayern. Aber da haben die Freiburger Probleme, den Ballbesitz zu behaupten. Zweiter Ball kommt dann doch aber wieder zu den Gästen. Geht über die linke Angriffsseite der Freiburger mit Höfler. Der spielt dann nochmal zurück. Auch die Bayern mit sehr aggressivem Pressing gehen da früh drauf, wollen den Gegner früh unter Druck setzen. Die müssen dann erstmal wieder zurück in die eigene Hälfte spielen. Und auch Philipp Lienhardt findet da keine Anspielstation, deswegen geht der Ball zurück zu Alexander Schwolo. Und dem fällt nichts Besseres ein, als ihn mal weit nach vorne zu dreschen. Aber gut gemacht von den Bayern, die da auch wieder früh draufgehen und die Freiburger hier in der Anfangsphase überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen. Ja, die Bayern beschäftigen den Sportclub aus dem Breisgau über alle Maßen. Aber jetzt ist mal ein bisschen Platz da auf der linken Seite und prompt geht die Fahne hoch. Abseitsstellung bei dieser Situation, wo sie mal versucht haben, schnell rauszuspielen und stark rauszuspielen. Wir bekommen gerade noch mal die TV-Bilder und sehen eindeutig Abseitsstellung. Also 2 Spieler waren da sogar in der verbotenen Zone. Drum gibt es Freistoß für die Bayern in der eigenen Hälfte, ungefähr 10 Meter entfernt von der Mittellinie. Sie passen sich den Ball zu in der eigenen Hälfte und suchen dann die Anspielstation nach vorne auf Thomas Müller. Der kriegt den Ball aber nicht. Die Freiburger sofort wieder zurück zu Schwolo, der relativ viele Ballkontakte hat und da quasi viel gefordert ist als Mitspieler sozusagen, dass er da einfach immer wieder mit verteilt. Jetzt kommen die Freiburger über links, aber kaum sind sie über der Mittellinie drüber, ist der Ball im Seitenaus auf der linken Spur und prompt gibt es Einwurf für die Bayern. Gute 6 Minuten gespielt, 0:0. Momentan sind wir immer noch in so einer Abtastphase, aber die Freiburger sind ungemütlich. Das haben sie sich auch vorgenommen. Jetzt geht der Ball nach rechts zu Jonathan Schmidt, meine ich, müsste das sein. So, der dreht nochmal ab. Nee, das ist jetzt Schmidt. Das war Salai zuvor. Und dann versucht man natürlich wieder eine Lücke zu finden. Aber die Bayern stehen dermaßen kompakt, dass die Freiburger einen neuen Anlauf annehmen werden. Und gehen jetzt über die linke Spur. Und dann kommt die Flanke herein. Aber die ist nicht so gefährlich. Keine gute Kopfballsituation, auch wenn es da Szenenapplaus gibt von den Ersatzspielern der Freiburger. Wir bekommen das gerade noch mal eingespielt. Das war aber auch extrem schwierig zu nehmen. Der Ball für, ich meine, war Dominik Heinz, nee, war Salai noch mal, der Ungar. Also der hatte da kaum eine Möglichkeit, da richtig gut an den Ball zu kommen. Kimmich treibt jetzt die Kugel vor sich her, versucht Sabri Singh, der aber auf Nummer sicher geht, nochmal zurückspielt. Der Ball geht ein bisschen weit. Javi Martinez muss bis an die eigene Grundlinie zurück und startet von da aus den nächsten Aufbau. Also die Bayern in Ballbesitz in der eigenen Hälfte. Joshua Kimmich hat das Spiel da vor sich, sucht dann die Anspielstation, geht kurz auf Jerome Boateng. Boateng 10 Meter vor der Mittellinie, rechts raus auf die rechte Seite zu Benji Pavard. Schnelle Kombination jetzt der Bayern Richtung zentrales Mittelfeld. 30 Meter vor dem Tor der Freiburger. Ball geht dann auf die linke Seite raus zu Hernandez, der in dieser Anfangsphase sehr offensiv agiert. Aber das war natürlich auch der Plan der Bayern. Sie wollen die Freiburger hier natürlich von Anfang an unter Druck setzen und mächtig Zug Richtung Alexander Schwolo machen. Die Bayern im Ball. Besitz. Das ist Thomas Müller, Robert Lewandowski spielt da rechts raus, guter Ball in die Mitte, aber da stehen die beiden Innenverteidiger mit Heinz und Lina dann sehr sicher, lassen den Ball dann nicht durchkommen. Die Bayern kriegen den zweiten Ball und können das Spiel neu aufbauen. Über die rechte Seite Benji Pavard, Michael Cuisance, da geht der Ball zu Leon Goretzka, der legt sich den vielleicht ein bisschen zu weit vor, kommt aber noch dran, kann den Ball im Spiel halten, klasse gemacht von Goretzka, dann kommt die Flanke in den Strafraum und dann ist Philipp Lienhardt dazwischen, bereits der 3. Eckball nach gerade mal 9 Minuten für die Bayern, diesmal dann von der rechten Angriffsseite, sehen hier nochmal, wie Pavard die Flanke reinbringt.
Also ein durchaus gelungener Auftakt der Bayern, die die Freiburger hier sehr unter Druck setzen, zügig nach vorne spielen und immer wieder auch die Torabschlüsse suchen. Das ist ja genau das, was Hansi Flick auch sehen will. Eckball kommt rein in den Strafraum. Freiburger können aber zunächst mal klären. Zweiter Ball geht aber wieder an die Bayern. Dann der Abschluss von Jerome Boateng aus 12 Metern, halblinke Seite im Strafraum. Der war nicht ungefährlich. Da musste Schwolo sich richtig lang machen. Beste Chance bislang für die Münchner. Ball weiterhin in Reihen der Bayern. Flanke von Sabrit Singh wird da zunächst mal abgefälscht. Und dann ist ein Freiburger dazwischen, kann die Situation zunächst mal bereinigen. Und dann gibt es das Foul von Leon Goretzka an Lukas Höhler. Und Freistoß für die Freiburger. Also die Bayern mit der ersten richtig guten Abschlusssituation durch Jerome Boateng nach exakt 10 Minuten. Ja, das war eine Riesenszene, muss man wirklich sagen. Und Jerome Boateng, der wartet ja immer noch auf sein erstes Saisontor. Also das wäre es natürlich gewesen, wenn er hier Alexander Schwolo hätte überwinden können. War da auf einmal Mutterseelen allein frei im 16er der Freiburger auf halblinker Position. Und jetzt kommen aber die Gäste wieder, treiben den Ball vor sich mit Salah. Aber der dreht ab, weil er sieht, dass es keine Anspielstation ist. Also geht der Ball erstmal quer und dann der öffnende Pass auf rechts raus zu Jonathan Schmidt, der aber nicht Full Speed nehmen kann, weil der Singh schon zur Stelle ist und seine Hereingabe ist viel zu lang geraten. Jonathan Schmidt, der ja wieder zurückgekehrt ist über die Umwege Augsburg und Hoffenheim, ist ja ein Dauerläufer, muss man sagen. Feiert seinen 150. Bundesliga-Einsatz für den Sportclub Freiburg. Ist sowas wie eine Identifikationsfigur der Franzose. Die Bayern kommen über Ulreich und dann wird Leon Goretzka da unsanft zu Fall gebracht. Kurz nach dem eigenen 16, also schon ziemlich früh hier den Spielaufbau unterbunden durch Yannick Keitel, der kurzfristig noch für Lino Tempelmann jetzt reingenommen wurde. Also da gab es noch mal eine kleine Veränderung in der Startformation der Freiburger. Die Bayern bauen auf über Javi Martinez und der spielt nach links raus zu Lucas Hernandez. Und dann geht es wieder auf die andere Seite rüber. Die Bayern suchen wieder die Lücke. Es ist ein Geduldsspiel und Christian Streich hat gesagt, wir müssen hier leiden, wir müssen hier unbequem sein, ungemütlich sein. Und momentan habe ich den Eindruck, gelingt das den Freiburgern schon ganz gut, auch wenn die Bayern natürlich spielerische Vorteile haben. Ja, also die Freiburger halten da echt gut dagegen. Vielen Dank schon mal an die Webradio-Jungs. Wir kommen natürlich später nochmal zurück. Dann auch hoffentlich mit ein paar Eindrücken aus dem Spiel. Also ihr habt den großen Monitor hinter den Kollegen, den Kommentatoren gesehen. Da werden wir später noch aktuelle Bilder des Spiels einspielen, leider nur Fotos, denn rechtetechnisch, da beziehen sich auch viele Kommentare von euch drauf, dürfen wir euch das Spiel hier nicht zeigen. Wir sind also praktisch euer Second Screen. Wir wollen mit euch das Spiel einordnen. Benji Pavard jetzt gerade wieder am Ball, also wir schauen das Spiel mit euch, wir wollen drauf schauen. Die erste Chance habt ihr auch gesehen, 9. Minute, Jerome Boateng, da war er mal alleine im 16er, hat abgezogen, Cuisance hätte da nochmal eine zweite Chance gehabt, eng. Jetzt nochmal Robert Lewandowski, vielleicht das erste Tor, ja, schade, gute Aktion von Sabrit Singh. Also die Jungs haben da echt, ja, gute Möglichkeiten, auch die Jungen, die da mal heute ran dürfen, das sieht sehr, sehr gut aus. Und da darf sich Christian Streich schon noch was einfallen lassen, wie da dagegen zu halten ist über 90 Minuten. Apropos Christian Streich, über den hat auch Hansi Flick schon gesprochen und zwar in dem Pressetalk hier an der Selbener Straße vergangene Woche und er fand sehr, sehr lobende Worte für seinen Kollegen. Ich glaube, in der Fußballbranche ist Christian Streich sehr, sehr angesehen, hoch angesehen. Einfach auch seine Art, ja, die sehr erfrischend ist und ehrliche Art auch. Und ja, einfach riesen Respekt auch vor seiner Leistung, Jahr für Jahr so eine Mannschaft auch immer wieder zu formen. Er verliert meistens die besten Spieler und trotzdem ist einfach seine Mannschaft immer auch in der Lage, auch mal, ja, um internationale Plätze mitzuspielen. Also einfach schön auch, weil er mit sehr, sehr viel Leidenschaft auch, ich sag mal, bei der Sache ist. Und das sieht man auch bei seinen Spielern. Sie sind auch mit Leidenschaft dabei. Aber die Unterhaltung mit ihm ist einfach immer top. Also Christian Streich, irgendwie so ein bisschen Everybody's Darling in der Fußball-Bundesliga. Ein Trainer-Urgestein seit 2012, ja, Cheftrainer beim SC Freiburg. Und ich fand eine Geschichte so sensationell, die muss ich kurz erzählen. Christian Streich hat auf der PK erzählt, auf der PK vom SC Freiburg, dass er früher mal in der Südkurve bei Bayern stand, in Jeansjacke. Und als Grund, warum er in der Südkurve stand, hat er damals genannt, weil er nicht so oft verlieren wollte als Fan. Also da hat er sich die Bayern ausgesucht. Kann ich absolut nachvollziehen. Und auch ein Christian Streich stand schon mal mit Bayern
Bayern-Jacke oder Bayern-Klamotte in der Südkurve. Also das ist eine sensationelle Geschichte. Und den Pressetalk des FC Bayern München, den könnt ihr auch natürlich jederzeit live verfolgen. Das ist immer so ein, zwei Tage vor dem Spiel. Das kündigen wir auch an auf den Kanälen des FC Bayern München, auf der Website, auf Social Media könnt ihr da immer mit dabei sein und ja, euch anhören, was Hansi Flick so vor dem Spiel über die Mannschaft, über die Aufstellung sagt. Da sind auch ab und zu definitiv interessante Fakten dabei und da lässt er sich ab und zu mal ein bisschen in die Karten schauen. Also ein kleiner Einblick, den es da gibt im Pressetalk. So, Spiel läuft weiter, Freiburger spielen hinten raus. Ich schaue immer ein bisschen hier am Bildschirm vorbei oder an der Kamera vorbei, denn da unten läuft bei mir das Spiel, also wie bei euch natürlich auch zu Hause auf der Couch. Jetzt mal Joshua Kimmich, stark, hat auch abgezogen, also super Spiel auch von ihm wieder. Der Dauerbrenner da auf der 6 bzw. im Zentrum versucht es auch mal. Also er hat bewiesen, dass er auch torgefährlich ist und das hat er eindrucksvoll bewiesen. Ich glaube, dass man immer vorsichtig sein muss, wenn Joshua Kimmich am Ball ist und vor allem so um den 16 herum, da ist er ganz schön gefährlich. Auch Benji Pavard, den wir jetzt gerade sehen mit dem Einwurf, hat auch gezeigt, dass er vor allem per Kopf sehr treffsicher ist. Also auch er ist da definitiv einer, der ein Tor machen kann für die Bayern. So, jetzt nochmal die Chance für Kimmich und da ist es 1:0. Jawohl, Joshua Kimmich, gerade haben wir noch drüber gesprochen und da macht er schon. Applaus von Hansi Flick gibt es für diese Aktion. Gerade haben wir es noch angerissen und die 15. Spielminute mit dem 1:0. Christian Streich ist da gar nicht zufrieden, den haben wir auch gerade schon angesprochen. Und die Chefetage des FC Bayern München analysiert das. So, habt ihr auch gesehen, das Tor gerade, Robert Lewandowski, da sieht man sehr schön, stellt seinen Rücken rein, macht den Ball sicher, spielt zurück. Joshua Kimmich rückt nach und kommt dann in eine perfekte Schussposition. Also das, was Robert Lewandowski da macht, ist sensationell, indem er den Ball da so abschirmt und da praktisch überhaupt nichts zulässt. Und Kimmich sieht's wieder mal Vorvorlage, wenn man so will, von Thomas Müller, der Robert Lewandowski da im 16er sieht, Ball zurück und Kimmich mit links. Wahnsinn. Direkt abgenommen. Dafür gibt es natürlich auch Applaus der Kollegen. Starkes Tor und man sieht, das ist definitiv kein Zufall. Also das ist so einstudiert, Robert Lewandowski, der da kurz vorm Tor, für einen Stürmer eigentlich untypisch, oder so soll es eigentlich sein, mit dem Rücken zum Tor steht, die Spieler abschirmt, den Ball da festmacht, da ist im eigenen 16er der Freiburger nichts zu machen. Das ist schon wirklich, wirklich, wirklich super. 1:0, Credit Suisse freut sich auch über YouTube, also das ist das erste Tor für die Bayern nach 15 gespielten Minuten bzw. 16 gespielten Minuten. Das sieht ja schon mal sehr, sehr gut aus. Auf jeden Fall wird sich Freiburg da schwer tun, das jetzt so rumzureißen. Also da darf sich Christian Streich auf jeden Fall was einfallen lassen. Wir schauen nochmal zurück zu den Jungs ins Webradio. Aus halbrechter Position, Standards, da sind sie gefährlich. Ball kommt in den Strafraum, aber kein Problem für Sven Ulreich, der bislang noch nicht wirklich viel zu tun hatte. Es war bislang nur ein Torschuss, der da auf sein Tor kam. Die Bayern schon mit 7 Abschlüssen, 3 davon aufs Tor und einer war eben drin. Das Ding von Joshua Kimmich in der 16. Minute. Absolut verdiente Führung für die Bayern, die das Spiel von Minute 1 an hier kontrollieren, an sich gerissen haben und ihren gewohnten Stiefel, würde ich mal sagen, tatsächlich runterspielen. Trotz dieser 5 Veränderungen in der Startelf, da sieht man keinerlei Abstimmungsprobleme. Das läuft wie aus einem Guss für die Mannschaft von Hansi Flick. Die Freiburger jetzt im Ballbesitz auf Höhe der Mittellinie. Da geht der Ball dann mal auf die rechte Seite zu Jonathan Schmid. Kurzer Pass mit Roland Salai. Aber auch da sind die Bayern wieder sehr gut gestaffelt, gut postiert, machen frühes Pressing. Freiburger müssen den Ball wieder zurück in die eigene Hälfte spielen. Das ist Dominik Heinz, nein, Philipp Lienhardt, der den Ball dann nochmal neu verteilen will, geht jetzt im Mittelkreis, Ball auf die linke Seite. Jetzt ist mal ein bisschen Platz für die Freiburger. Roland Salai im Duell mit Benji Pavard, geht dann in den Strafraum. Pavard zögert noch ein bisschen, dann kommt die Hereingabe, aber die ist viel zu harmlos. Wiederum kein Problem, der Ball landet in den Armen von Sven Ulreich. Und Christian Streich, der ist bislang noch überhaupt nicht zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft, obwohl sie doch meiner Meinung nach in den ersten 10 Minuten sehr mutig hier aufgetreten sind, haben die Bayern früh unter Druck gesetzt. Aber je länger das Spiel dauert, desto mehr haben die Bayern das Geschehen hier auch deutlich im Griff. Ja, das ist kein Wunder. Christian Streich hat auch gesagt, normalerweise kriegen wir hier die Hucke voll. Also das ist natürlich auch die Erfahrung der letzten Jahre, wenn man fast sagen möchte, geneigt zu sagen Jahrzehnte. Also die Freiburger waren mal in den 90er Jahren durchaus gefährlich für die Bayern, aber seitdem ist eigentlich nicht mehr allzu viel passiert. Jetzt Ballgewinn auf der linken Seite der Freiburger. Die versuchen jetzt mal das Spiel schnell zu machen. Über Höhler dann wieder der Versuch rauszuspielen auf Christian Günther, Mr. 100%. Er hat bislang, ja,
alle Spiele von Beginn an bestritten für die Freiburger. Ist nur einmal, glaube ich, kurz vorher ausgewechselt worden. Hat 99% irgendwie aller Spielminuten absolviert, aber 100% Startelf. Jetzt kommen die Bayern wieder über Lewandowski, sind schon in des Gegners Hälfte, kurz vorm 16er. Das ist Thomas Müller, probiert es mit dem Flachschuss mit links. Gelingt ihm nicht so hart und platziert. Drum kann Schwolo den Ball ganz gut sichern. Muss sich da zwar nach links runterfallen werfen, fallen lassen, aber das war nicht wirklich dramatisch und extrem gefährlich. Aber die Freiburger, wie gesagt, die haben natürlich Europa irgendwo doch im Visier und im Blick. Und die verkaufen sich hier so teuer, wie es nur irgendwie geht. Und sie dürfen sich halt nicht jetzt beirren lassen durch diesen Führungstreffer der Bayern aus der 16. Minute, durch Kimmich, durch diesen Linksschuss. Und die kommen auch schon wieder mit dem angesprochenen Torschützen. Joshua Kimmich treibt da die Kugel vor sich her und versucht dann ins Zentrum scharf reinzuspielen, Vertikalpass anzubringen auf Sari Singh, der für mich bislang eine richtig gute Partie macht. Hatte eine gute Torschusschance und dann einmal aufgelegt auch für Lewandowski, der das Gerät dann ganz knapp verpasst hat. Und ja, wir bekommen gerade noch mal eingespielt hier den Führungstreffer der Bayern durch Joshua Kimmich. Viertes Saisontor, ich glaube, so viel hatte er die letzten zwei Jahre nicht erzielt und noch nie in der Allianz Arena getroffen. Auch verrückte Geschichte und dann ist kein Zuschauer da. So eine Pleite. So, dann genau das, was du vorhin angesprochen hast. Joshua Kimmich, der arbeitet an seinem linken Fuß. Es war sein 23. Pflichtspieltor für den FCB und das erste mit dem linken. Also das Training, das macht sich dann auch tatsächlich mal bezahlt. Die Freiburger in Ballbesitz. Rechte Seite über... Das ist Roland Salay, der da mal die Seite getauscht hat. Aber auch da geht es wieder überhaupt kein Durchkommen. Ball geht erstmal zurück in die Hälfte der Freiburger. Die versuchen das Spiel dann wieder ein bisschen auseinanderzuziehen, in die Breite zu ziehen. Aber die Bayern, die sind einfach hellwach, immer dazwischen. Ball jetzt im Seitenaus, gibt Einwurf für die Freiburger. Also bislang knapp 20 Minuten gespielt. Die Bayern haben alles im Griff. Auch wenn sie die Freiburger jetzt in den letzten 2-3 Minuten nach dem Führungstreffer dann doch mal ein bisschen mehr ins Spiel kommen lassen, ihnen den Ball auch mal überlassen. Sie ziehen sich ein bisschen weiter zurück und wollen jetzt mal schauen, was die Gegner denn da so auf die Beine stellen. Die haben aber arge Probleme, da hinten raus aus der eigenen Hälfte zu spielen. Ballbesitz für die Bayern, Joshua Kimmich 20 Meter vor dem Tor, halbrechte Seite. Der Ball geht dann raus auf rechts zu Benji Pavard. Der zieht dann nach innen, Flanke kommt rein, aber dann ist keiner in der Mitte. Robert Lewandowski stand ein bisschen zu weit weg und auch Sabrit Singh war schlecht postiert. Ball geht ins Tor aus, deswegen gibt es Abstoß für die Freiburger. So, jetzt ist das Spiel unterbrochen. Können leider nicht gerade sehen, warum das der Fall ist. Wir sehen da Hansi Flick und Manuel Neuer auf der Ersatzbank bzw. auf der Tribüne. Und jetzt gibt es da etwas Probleme beim Linienrichter, der da seine Funkverbindung anscheinend, möglicherweise ist der Akku leer. Kennst du vom Handy, oder? Also das wäre blamabel. Ja, also es gibt da wirklich Probleme mit der Intercom. Da wird jetzt gerade rumgefummelt. Da hilft der Schiedsrichter Sören Storck seinem Assistenten da diese Armbinde. Und dort befindet sich dann eben diese Funkverbindung drin. Die hat sich scheinbar gelockert oder gelöst. Vielleicht ist sie auch rausgerutscht. So, entschuldigt sich da der Assistent für diese Unterbrechung. War natürlich auch nicht in seinem Sinne. Aber das muss halt auch alles passen, damit die Herren in Gelb sich da unterhalten können und sich absprechen können. Abschuss jetzt vom Kasten von Alexander Schwolo, der drischt die Kugel ja nach rechts raus und der Ball geht dann prompt ins Seiten aus. Roland Salay hatte da keine Chance, die Kugel zu kontrollieren. Und Christian Streich feuert seine Elf an. Also der war vielleicht ein bisschen säuerlich wegen des Führungstreffers, der nicht unbedingt hätte fallen müssen aus Freiburger Sicht. Aber jetzt nimmt man sich wieder zusammen. Er verteilt auch das ein oder andere Lob. Der Christian Streich ist ja ein Unikat da im Schwarzwald. Und die Bayern kommen aber schon wieder. Die Bayern, ganz anderes Spieltempo, einfach eine ganz andere Raumaufteilung. Kugel rollt über Boateng zu Javi Martinez, findet keine Anspielstation und wählt deswegen Sven Ulreich als Last Exit. Spielt also hinten rum, auch Kimmich ziemlich weit zurückgekommen. Und die Bayern versuchen neu aufzubauen über Singh. Dann geht man langsam über die Mittellinie drüber, verlagert das Spiel von rechts auf die linke Seite zu Lucas Hernandez. Der macht ein paar Schritte, zieht das Tempo an,
aber auch keine Anspielstation, weil die Freiburger wieder so dicht gedrängt da hinten drin stehen. Über die zentrale Position in des Gegners Hälfte, Kimmich auf rechts raus zu Pavard, Flanke kommt hoch rein, aber da ist keiner. Ball geht durch bis zu Lucas Hernandez, der sichert die Kugel wieder vor der Seitenauslinie. Das alles ist so der 10, 20 Meter vor dem 16er der Freiburger. Also im Moment keine wirkliche zwingende Situation, die sich da anbahnt. Es kommt auf den Vertikalpass an, der jetzt aber kommt. Goretzka geht mit durch, Flachschuss, und da ist Lewandowski zur Stelle, staubt ab. Schwolo kann den Ball nicht festhalten und dann ist Lewandowski zur Stelle. Wahnsinn, 25. Spielminute, würde ich sagen, notieren wir mal. Es steht 2:0 für den FC Bayern München. 32. Saisontreffer für Robert Lewandowski. Was für eine Hausnummer. Und das war auch wieder klasse gespielt. 2-3 Pässe durchs Mittelfeld der Freiburger. Dann schließt Leon Goretzka mit dem rechten Fuß aus knapp 12-13 Metern ab. Schwolo kann das Ding nur nach vorne abprallen lassen. Der Ball geht hoch. Und Robert Lewandowski mit dem Kopf völlig alleine gelassen. Da waren die beiden Innenverteidiger der Freiburger überhaupt nicht auf der Hut. Die hatten Lewandowski da völlig aus den Augen verloren. Der stand quasi in einer ganz anderen Postleitzahl. Und dann hat er das Ding einfach ins leere Tor eingenickt, weil Alexander Schwolo dann auch auf dem Boden lag. Ja, Christian Streich völlig bedient, also 2:0 für die Bayern, knapp 25. Da ist es, das 32. Saisontor von Robert Lewandowski. Jawohl, wieder sensationelle Vorarbeit. Thomas Müller auf Leon Goretzka, der legt nochmal ab und da ist Robert Lewandowski. Was für eine Wahnsinnsbude. Also das Uhrwerk läuft weiter beim FC Bayern München. Thomas Müller, heute übrigens auch Kapitän, und der hat den FC Bayern Mitarbeitern hier vergangene Woche an der Säbener Straße bei einer sehr, sehr schönen Aktion, bei der sich die Mitarbeiter bei der Mannschaft bedankt haben und eben gratuliert haben zur 8. Meisterschaft in Folge, ein Versprechen abgegeben, dass man sich vielleicht bald nochmal sehen könnte, um zu feiern. Dass wir mit euch zusammen und für euch die Meisterschaft geholt haben. Uns ist aber natürlich auch bewusst, dass der ganze Laden, also da hinten, ohne die ganzen Mitarbeiter auch nicht läuft. Alle haben jetzt in der schweren Zeit, in der Corona-Phase sicherlich auch komische Dinge machen müssen. Gewöhnt euch nicht zu sehr an das Homeoffice, sondern jetzt müssen wir wieder angreifen und wir ziehen auf jeden Fall durch bis 23. August und dann sehen wir uns am 24. wieder hier. Alles klar. Ja, und dann nicht damit, sondern dann mit dem Henkelpott. Also den kann man auch noch holen, den soll man auch noch holen in dieser Saison. Viele sprechen ja schon vom Triple, das noch möglich ist. Und Thomas Müller hat da auf jeden Fall auch seine Zuversicht geäußert, dass man da auf jeden Fall noch einiges vorhat in der Königsklasse und im Idealfall noch die ein oder andere Trophäe mit den Mitarbeitern hier zusammen an derselben Straße feiern will. Also ganz, ganz schöne Aktion, die hier stattgefunden hat. Spiel läuft weiter und das, was man wirklich sieht, jetzt gerade mal Angriff über die rechte Seite. Cuisance versucht es in die Mitte. Schauen wir mal, die Situation warten wir ab. Hernandez. Keiner da, der abnehmen kann, aber die Bayern machen weiter intensiv Druck. Also das ist wirklich faszinierend. Das ist Wahnsinn zu sehen. Auch die Meisterschaft ist durch. Das muss man sich ja auch nochmal vor Augen führen. Nichtsdestotrotz wird hier jetzt nicht zurückgesteckt oder sowas. Das wäre auch eine Option. Ich meine, das Pokalfinale steht noch an, aber man gibt da weiter Gas und die Jungen machen sich da auch echt gut. Vor allem auch Sabri Singh, den man da vorher mal gesehen hat, wieder hinterherläuft. Also die wissen auch, um was es geht in so einem Spiel. Wie seht ihr das, die Jungen? Gerade Sabri Singh, der da heute mit dabei ist vorne, der sich da auf jeden Fall auch ein bisschen beweisen muss. Michael Cuisance hat ja schon ein paar Spielminuten bekommen von Hansi Flick als eben Belohnung für seine Leistung auch im Training. Macht's, finde ich, auch ganz gut, ist da immer mal wieder da. Hat noch nicht wirklich den Abschluss gefunden, aber da bin ich zuversichtlich, dass das noch kommt. Und auch Lucas Hernandez, mit dem wir, oder von dem wir eben später dann auch noch mal das erste deutsche Interview hören, der hat nämlich fleißig geübt, macht ein sehr, sehr gutes Spiel da auf der Verteidigerposition. So, mit Thomas Müller, dieses Thema gibt es später auch nochmal, denn der hat heute sein 350. Bundesligaspiel absolviert. Also ihr seht, Themen ohne Ende. Und was erfreulich ist, gibt es auch noch von den FC Bayern Amateuren, denn die haben zeitgleich in Magdeburg den Ausgleich geschossen. Da steht es jetzt 2:2. Da wollen wir später auch nochmal ein bisschen drauf schauen.
auf die FC Bayern Amateure, denn da steht ein Stadtderby an. Der FC Bayern empfängt den TSV 1860 München im Grünwalder Stadion. Sie spielen ja beide im Grünwalder, aber das Derby ist ja einmal so ausgelegt, dass jede Mannschaft einmal Heimrecht hat. Und jetzt zum Rückspiel ist es eben der FC Bayern München, sind es die FC Bayern Amateure und da erwarten wir uns einiges. Das könnt ihr natürlich auch vollumfänglich mit allem, was da rundherum passiert, hier bei uns auf allen Kanälen verfolgen. Und da schauen wir in der Halbzeit auch nochmal rein. Jetzt würde ich aber einfach nochmal abgeben für die letzten oder für die nächsten paar Minuten zu unseren Webradio-Kommentatoren, zu Christian Glück und Tim Hauk. War im Duell Vincenzo Griffo, Höhe der 16er-Kante, bringt den Ball dann in die Mitte. Zweiter Ball geht nochmal an die Freiburger und dann der Abschluss des SC. Der geht dann aber weit übers Tor, also auch da keinerlei Gefahr für Sven Ulreich. Also nach vorne geht's bei den Freiburgern ja höchstens bis 20 Meter vor das Tor der Bayern. Einigermaßen was, aber spätestens danach ist dann eigentlich Schluss. Also Sven Ulreich hatte, wie gesagt, noch überhaupt gar nichts zu tun. Und Christian Streich, ja, der verzweifelt langsam so ein bisschen, weil er sieht, dass seine Mannschaft hier tatsächlich haushoch unterlegen ist in dieser ersten halben Stunde. Ja, ist natürlich auch so, dass die Bayern natürlich ihre Qualität hier ausspielen. Und wir haben auch gerade noch mal das Tor eingespielt bekommen. Das 2:0 von Robert Lewandowski, 24. Minute wird jetzt hier attestiert. Und dieser Schuss von Goretzka, also so aus 13, 14 Metern, der war ganz schwierig zu halten für Schwolo. Also den kann er eigentlich gar nicht festhalten. Der war dermaßen hart geschossen, Aufsetzer war es auch noch. Und dass ihm dieser Ball dann eben nach vorne wegspringt, das muss man ihm in dieser Situation sogar verzeihen. Und Robert Lewandowski natürlich in klassischer Abstaubermanier macht da das Tor. Die Freiburger versuchen jetzt nach vorne zu kommen, aber da geht es einfach nicht richtig weiter. Jonathan Schmidt muss da nach links ausweichen, der Rechtsverteidiger. Und sie starten den nächsten Versuch. Dominik Heinz treibt die Kugel vor sich her. Die Sonne kommt ein bisschen rein in die Allianz Arena. Das ist so ein bisschen versöhnlich jetzt, nachdem es so geschüttet hat. Wir hatten ein richtiges Gewitter und Schmidt jetzt vorne. Vorne versucht er ins Zentrum zu spielen, aber da ist Javi Martinez zur Stelle. Klärt erstmal die Situation. Die Bayern stehen hinten kompakt und die Freiburger versuchen nochmal zu kommen. Aber das Tempo ist auch nicht wirklich hoch. Es wird mehr quer gespielt als nach vorne. Jetzt gehen wir wieder nach links auf die Seite von Christian Günther. Der versucht, einen Mitspieler zu finden, aber da gibt es keinen, da ist keiner da. Höfler ist da mit dabei, Höfler immer noch am Ball, durch drei Bayern durch. Das war nicht schlecht, wieder auf Vincenzo Griffo, der momentan eine super Phase hat, hat drei Torbeteiligungen gehabt in den letzten zwei Partien. Also das ist ein gefährlicher Mann, wissen alle bei Bayern. Wer überhaupt nicht auffällt, ist im Endeffekt im Moment Nils Petersen. Da hat man das Gefühl, der ist gar nicht dabei. Der war ja auch mal bei den Bayern, könnt ihr euch erinnern. 2011 bis 2013 war das, kam damals als Zweitliga-Torschützenkönig, glaube ich, von Energie Cottbus war das, wenn ich mich richtig erinnere. Und die Bayern kontrollieren aber jetzt wieder das Geschehen, spielen sie den Ball hinten zu. Lucas Hernandez wieder zurück zu Javi Martinez. Dann wird Sven Ulreich, der bislang einen gemütlichen Nachmittag hat, nach einer guten halben Stunde nicht allzu viel zu tun. Und die Freiburger setzen jetzt ein bisschen nach, weil die Bayern ein bisschen leichtfertig über große Distanz sich den Ball da hinten zusammenspielen. Die Freiburger versuchen jetzt ein hohes Pressing zu machen und das gelingt auch. Ulreich schlägt den Ball in Seiten aus auf der eigenen Hälfte, ungefähr Mitte der Seitenlinie. Ja, jetzt haben die Freiburger das gemacht, was sie auch zu Beginn dieser Partie in der Anfangsphase schon so ein bisschen angedeutet hatten, haben die Bayern früh unter Druck gesetzt, gepresst. Das lief dann nach 10, 12 Minuten nicht mehr ganz so gut, aber jetzt haben sie mal wieder eine gute Phase über Jonathan Schmid, rechte Seite, geht in den Strafraum, klassische Schmid, Schmid jetzt vor Ulreich und da ist der Ausgleich. Da müssen wir mal schauen, ob das kein Abseits war, denn Lukas Höhler ist dann als letzter noch am Ball gewesen, aber bislang sieht es so aus, als würde der Treffer zählen und damit haben wir den Anschlusstreffer. Also nur noch 1:2 aus Sicht der Freiburger. Lukas Höhler mit seinem 7. Saisontreffer, aber sehr stark gemacht von Jonathan Schmid, setzt sich da über die rechte Seite durch und dann sehen wir es, kein Abseits, Jerome Boateng hebt das auf. Höhler kriegt diese scharfe Hereingabe von Schmid an den linken Fuß, den muss er nur noch reintippen. Zuvor ging der Ball durch Ulreichs Beine, also da kann man ihm eigentlich keinen großen Vorwurf machen. Der hatte Schmid vor sich alleine, warf sich da rein und dann fälschte er den Ball ab und der landet, wie gesagt, vor den Füßen von Lukas Höhler und damit haben wir den Anschlusstreffer.
wenn ich irgendwas hasse, dann ist es das, wenn man sagt, ich habe es ja gesagt. Das hat sich ein bisschen angekündigt, weil auf einmal die Freiburger höher standen, härter attackiert haben und haben sofort Profit daraus geschlagen. Das haben sie, muss man ihnen wirklich attestieren, gut gemacht. Vor allem Jonathan Schmidt mit diesem Doppelpass. Aber die Bayern kommen schon wieder, wollen zurückschlagen über Pavard und dann... bleibt die Kugel aber hängen, findet Thomas Müller nicht und die Freiburger kommen schon wieder. Also das ist genau die Qualität, das ist wahrscheinlich auch der Matchplan von Christian Streich, dass man eben lange versucht, hinten sicher zu stehen. Das ist ihnen nicht gelungen, haben zwei Einschläge da bekommen, aber immerhin haben sie jetzt schon mal den Anschlusstreffer erzielt. Das ist aus ihrer Sicht schon mal ganz ordentlich gegangen. Wie gesagt, da kam natürlich ein bisschen Pech auch für die Bayern dazu, eben auch mit diesem Beinschuss gegen Sven Ulreich. Und abseits konnte es gar nicht gewesen sein, weil eben Jonathan Schmidt schon so weit an die Grundlinie vorgegangen war, dass er den Ball beim Querlegen eigentlich nicht mehr in eine Abseitsposition spielen konnte. Aber sei es drum, Treffer zählt, völlig okay. Und die Partie bekommt jetzt natürlich wieder eine gewisse andere, ja, einen anderen Look, ein anderes Feel. Also da muss man mal schauen, jetzt, wie sich das Ganze jetzt hier wieder gestaltet. Wir haben beobachten können, dass bei den letzten beiden Spielen, sowohl beim Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach auch, als auch beim Auswärtsspiel bei Werder Bremen, die Bayern natürlich schon ein bisschen mit ihren Kräften haushalten mussten, weil die Saison war lang und anstrengend. Natürlich gilt das für alle Teilnehmer, aber man hat ja natürlich die Dreifachbelastung, tanzt ja noch auf allen Hochzeiten. Die Bayern kommen aber wieder, wollen diesen Zwei-Tore-Vorsprung wieder rausarbeiten. Doppelpassversuch mit Sarri Singh und Lewandowski, aber da ist ein Freiburger Bein dazwischen und es gibt Einwurf für die Bayern. Also für den neutralen Beobachter könnte man sagen, wir haben wieder ein bisschen Spannung in der Partie, weil die Freiburger sich ein bisschen was zutrauen. Aber aus Bayerns Sicht hoffen wir natürlich, dass die Mannschaft da möglichst schnell jetzt noch vor der Pause das dritte Tor nachlegen kann. Die Bayern in Ballbesitz, Jerome Boateng spielt dann nochmal quer auf Javi Martinez, der im Mittelkreis hat das Spielfeld jetzt vor sich. Langer Ball in den Strafraum auf Lucas Hernandez, der lässt den Ball abtropfen, aber dann steht in der Mitte im Strafraum kein Bayern-Spieler, der abnehmen kann. Ball landet dann in den Händen von Alexander Schwolo. Die Freiburger in Ballbesitz, aber auch jetzt gehen die Bayern wieder früh drauf. Benji Pavard macht das da gut, kann da den Ball abblocken, der geht in Seiten aus, gibt Einwurf für die Freiburger auf Höhe der Mittellinie. Also knapp 35 Minuten gespielt, 10 Minuten noch in dieser ersten Halbzeit und jetzt bin ich tatsächlich gespannt. Gehen die Freiburger diesen Weg jetzt weiter, wie sie es eben in der Anfangsphase und auch in den letzten Minuten angedeutet haben, oder schieben die Bayern jetzt nochmal eine Schippe drauf. Jetzt ein bisschen Platz für die Gäste über die rechte Seite. Wieder Jonathan Schmidt, der diesen Anschlusstreffer da wunderbar vorbereitet hat. Kurz vor das Spiel der Freiburger, jetzt 35, 40 Meter vor dem Tor. Ball geht raus auf die linke Seite, Direktabnahme in die Mitte. Aber da ist dann kein Freiburger im Strafraum. Nils Petersen, Christian hat es vorhin schon angedeutet, wenig zu sehen von ihm. Er hatte natürlich auch wenig Möglichkeiten ins Spielgeschehen einzugreifen, weil seine Mitspieler ihn einfach nicht bedienen oder bedienen konnten, weil die Bayern da sehr kompakt standen. Aber es ist zumindest zu sehen, dass die Freiburger sich hier noch lange nicht geschlagen gegeben haben und dagegenhalten wollen. Jetzt aber mal die Bayern mit ein bisschen Platz über die linke Seite. Leon Goretzka, Höhe der Mittellinie, legt dann raus auf Lucas Hernandez. Der sieht hier den Strafraum rein. Hernandez mit der Reingabe und das Tor. Wieder ist es Robert Lewandowski, sein zweiter Treffer am heutigen Nachmittag. Heißt Bundesliga-Treffer Nummer 33. In dieser Saison und nach 37 Minuten steht es dann also 3:1 und genau das ist eingetreten, was wir gehofft haben. Die Bayern legen den nächsten Treffer nach und stellen den 2-Tore-Vorsprung wieder her. Das war sehr gut gemacht von Michael Cuisance, der den Ball da in der eigenen Hälfte gewinnen konnte. Dann ein klasse Pass auf Leon Goretzka, der sehr viel Platz hat. Dann legt er raus auf Lucas Hernandez und Hernandez mit einer scharfen, flachen Hereingabe. Und dann steht Robert Lewandowski wieder in der Box, muss nur den Fuß reinhalten, fällt den Ball unhaltbar ab, keine Chance für Alexander Schwolo und wir haben das 3:1. Keine Chance für Dominik Heinz, der da auch der Bewacher war von Robert Lewandowski, weil Levi, diesmal hat es gepasst. Es war eine ähnliche Situation, wie wir sie vorher schon gesehen haben mit Sarri Singh aus der 15. Spielminute, wo die Hereingabe ähnlich scharf war, aber Lewandowski sie noch nicht erreicht hat. Also jetzt steht es 3:1 für die Bayern. Der alte 2-Tore-Vorsprung ist wieder hergestellt. Und man hat das Gefühl, dass in dem Moment, wo die Bayern ein bisschen mit dem Gaspedal spielen, also wenn sie das Tempo ein bisschen verschärfen, dann wird es für den SC Freiburg unfassbar schwierig, das zu verteidigen. Weil einfach mit so einer Power, mit so einer Wucht und mit einem solchen Drive da aufs Tor gespielt wird. Und jetzt hat Kimmich hier eine abbekommen, meine ich. Das sah relativ fies aus. Da gab es so einen Streif,
Schuss hätte jetzt meiner gesagt, dass da sind zwei Spieler aneinander geraten und Kimmich hat da was auf dem Knöchel abbekommen, ist da gleich mal in die Höhe gesprungen und humpelt auch ein bisschen, läuft da im Moment noch ein bisschen unrund, aber der Bursche ist einfach hart im Nehmen, der ist ein dermaßenes Energiebündel und der wird alles tun und schauen, dass er da auf dem Platz bleibt, weil wenn er mal spielt, das ist sein Leben, seine Leidenschaft und jetzt bekommen wir das auch nochmal kurz eingespielt. Das war ja ein bisschen unglücklich, weil Dominik Heinz da noch den Ball nachgerutscht ist im Versuch, den zu erreichen, weil er sich ein bisschen zu weit vorgelegt hat und in diesem Rutschen touchiert er eben dann den Joshua Kimmich. Ja, aber der Ausgangspunkt für dieses 3:1 war auf jeden Fall Miquel Cuisance, der den Ball ganz stark gewonnen hat. Nach vorne hat er bislang noch nicht so... So, ihr habt es gehört bei den Kollegen, 3:1, Robert Lewandowski hat es gemacht. Damit ist dann auch das 33. Saisontor perfekt. Also, es läuft weiterhin gut für die Bayern. Ich habe noch ein paar Fragen von euch reinbekommen, auch zum Thema Torwart, wer denn heute im Tor steht. Ja, das ist Sven Ulreich, nicht Manuel Neuer. Manuel Neuer kriegt da mal eine kleine Pause. Der FC Bayern ist ja schon deutscher Meister. Demzufolge kann man da eben ein bisschen rotieren, wie auch auf verschiedenen anderen Positionen. Da kriegen die jungen Spieler, da kriegen die sonst Ersatzspieler eben auch nochmal die Chance, jetzt hier im Saisonfinale nochmal ein paar Einsatzminuten zu bekommen, eben auch nochmal ein paar Spielminuten absolvieren unter Hansi Flick. Ist ja auch ganz wichtig. Natürlich auch ein gutes Zeichen, um die Jungs da bei Laune zu halten und zu belohnen für die guten Trainingsleistungen, wie Hansi Flick es ja immer wieder anspricht. Thomas Müller, heute Kapitän, ich habe es angesprochen, gefällt mir übrigens auch im Spiel schon wieder sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber er ist da einfach unfassbar wertvoll auf der Position, auf der Zehnerposition, die er da perfekt ausfüllt. Ja, auch der Paradevorlagengeber bei den Bayern, das ist wirklich Wahnsinn. Also wie souverän Thomas Müller das macht und wie intensiv der sich da am offensiven Spiel beteiligt. Jetzt haben wir nochmal eine Chance, die schauen wir nochmal schnell an, bevor ich euch auch schon auf den nächsten Inhalt hinweisen kann. Und zwar haben wir mit Thomas Müller diese Woche gesprochen, beziehungsweise ihr habt eigentlich mit Thomas Müller gesprochen, denn der FC Bayern München startet ja jetzt gerade in der Corona-Zeit immer mal wieder so Q&As, Live-Q&As hier an der Selbener Straße. Das heißt, der Spieler setzt sich hin und ihr könnt eure Fragen von zu Hause aus stellen, so wie ihr das jetzt auch gerade macht, über die Kommentare und der Spieler beantwortet sie dann. Und da hat Thomas Müller was ganz Interessantes zur aktuellen Meisterschaft gesagt. Diesmal fühlt es sich schon besonders an, auch aus den Gründen, die ich schon ein bisschen erklärt habe. Auch für mich persönlich hatte ich auch einen steinigen Weg zu gehen diese Saison, und deswegen ist natürlich ja auch eine gewisse Freude und Genugtuung da, die vielleicht in den anderen Jahren nicht so speziell war, weil man selber sich auch vielleicht aus einem Loch kämpfen musste, und aktuell haben wir natürlich als Team super gespielt, aber für mich persönlich lief es natürlich jetzt vor allem in 2020 auch sehr, sehr gut. Also doch eine sehr besondere Meisterschaft natürlich auch, diese 8. in Folge für Thomas Müller. Noch einmal kurz zum Überblick und der Blick nach außen. Also die FC Bayern Amateure haben 2:2 gespielt, da werden wir dann auch nochmal drauf schauen, sind aktuell immer noch Tabellenführer, und aktuell steht es bei den Profis 3:1 mit Toren von Robert Lewandowski, zweimal in der 37. und 24. Spielminute, Joshua Kimmich in der 16. Minute und einem Gegentor, das sagen wir mal ein bisschen leiser, in der 33. Minute, also 3:1, und für das Finale bzw. für die letzten Minuten der ersten Halbzeit. Gehen wir nochmal zurück zu meinen Webradio-Kommentatoren. Auch mal auf der Zunge zergehen lassen. 350 Bundesligaspiele hat der Bursche schon absolviert. Das ist unglaublich. Und mit seinen 20 Assists in dieser Saison allein schon. Also der Bursche ist einfach eine absolute Marke und natürlich die Identifikationsfigur auch beim FC Bayern München. Ein Urbayer durch und durch. Die Bayern greifen wieder an. Das alles nur im Trikot des FC Bayern. Natürlich, klar. Gibt nur einen Verein für den Thomas Müller, und das ist der FC Bayern. So, jetzt geht's über Javi Martinez. Wieder auf die rechte Seite rüber, verlagert zu Jerome Boateng. Die Innenverteidiger haben auch eigentlich einen relativ ruhigen Nachmittag, denn die Freiburger kommen so selten einfach nach vorne. Dann Joshua Kimmich wieder mit dabei, also der läuft auch wieder rund. Der Schlag an den Knöchel dann doch scheinbar nicht so schlimm. Lucas Hernandez auf der linken Seite geht nicht nach vorne, drum wieder quer zu Javi Martinez.
Und dann wieder der Versuch, über Michael Cuisance nach vorne zu kommen, der da zentral spielt und den Ball erneut fordert. Von Lewandowski kriegt die Kugel aber nicht, aber im Nachsetzen Lewandowski wieder. Cuisance am 16er versucht abzuziehen, wird aber geblockt. Das ist eine gute Situation. Auch Sari Singh. Die jungen Burschen versuchen, sich da in Szene zu setzen, haben überhaupt keine Anpassungsschwierigkeiten. Das gefällt mir gut. Sari Singh jetzt aber abgekocht von zwei Freiburgern. Kein Durchkommen. Und jetzt müsste es Freistoß geben für den SC Freiburg, weil ich meine, dass Vincenzo Grifo da zu Fall gebracht worden ist, der da auf der rechten Seite ausgeholfen hat. Und es gibt Einwurf ungefähr auf Höhe des eigenen 16ers. Jonathan Schmidt hat die Kugel und wir haben noch ungefähr anderthalb Minuten zu gehen, offiziell. Die Schlussphase der ersten Halbzeit. Nächste Chance für die Bayern. Thomas Müller von der 16er Kante abgezogen, halblinke Position. Und der wäre genau ins Kreuzeck gegangen, wenn Alexander Schwolo da nicht mit der linken Hand dran gewesen wäre. Super Parade vom Freiburger Schlussmann. Klasse Schuss von Müller. Nächste gute Chance. Und da waren die Bayern an ihrem 97. Saisontreffer ganz nah dran und wir wollen den roten Faden mit den Rekorden natürlich beibehalten. 96 Treffer in 33 Spielen, das gab es bislang nur einmal in der Bundesliga und auch das waren die Bayern in der Saison 1971-72. Christian, was glaubst du, knacken sie die 100er-Marke? Treffer, ja. Ja, das geht noch. Also anderthalb Spiele haben sie noch Zeit. Ja, ja, das ist drin. Ich glaube auch, dass sie das schaffen. Wenn auch nicht heute, dann spätestens nächste Woche in Wolfsburg. Und das wäre natürlich eine Wahnsinnszahl. 100 Saisontreffer, absoluter Wahnsinn. Wir sind in der Endphase der ersten Halbzeit. Die Bayern nochmal im Ballbesitz. Auf Höhe der Mittellinie. Ball geht dann raus auf die linke Seite. Robert Lewandowski lässt sich da tief fallen. Zieht das Spiel jetzt mal an, legt da raus auf Lucas Hernandez. Hernandez mit der Flanke, die ist abgefälscht von Jonathan Schmid. Gibt nochmal Eckball kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit. Ich denke, allzu viel dürfte dann da nicht nachgespielt werden. Gab die kurze Unterbrechung, als der vierte Offizielle bzw. der Linienrichter da Probleme mit seiner Funkverbindung hatte. Und jetzt sehen wir es auch. Eine Minute angezeigt, die Nachspielzeit in dieser ersten Halbzeit. Die Bayern führen völlig verdient und absolut souverän mit 3:1. Und jetzt gibt es nochmal den Eckball für die Münchner. Von der linken Seite lang ausgeführt in den Strafraum. Und dann gibt es ein Stürmerfoul, gepfiffen von Sören Storks. Da war Javi Martinez im Strafraum etwas zu wild, hat sich bei der Aktion dann auch noch ein bisschen am linken Fuß wehgetan, geht aber weiter für den Spanier, der ja heute endlich mal wieder von Beginn an ran durfte. Hansi Flick hat ihm diese Chance, diese Möglichkeit gegeben. Letzten Sekunden laufen, die Minute Nachspielzeit fast rum. Die Freiburger nochmal im Ballbesitz, lassen es da aber auch sehr gemütlich jetzt angehen. Ball kommt nochmal zu den Münchnern. Und dann ist Halbzeit. Die Bayern führen mit 3:1. Christian, dein Fazit? Ja, absolut verdient. Geht voll in Ordnung. Also die Spielanteile der Bayern eindeutig überlegen. Und das Chancenplus war da eiskalt. Die Chancen, die sich geboten haben, auch genutzt. Da hätten noch zwei, drei Treffer mehr fallen können. Einmal ein bisschen Fuß vom Gas genommen. Da kam dann der zwischenzeitliche Anschlusstreffer. Also fassen wir nochmal schnell zusammen. Kimmich mit dem 1:0, 2:0 durch Robert Lewandowski. Dann Lukas Höhler mit dem Anschluss in der 33. Und dann Robert Lewandowski zum Halbzeitstand von 3:1. Wir sind pünktlich wieder für euch da dann, wenn es losgeht. Mit den zweiten und mit den letzten 45 Minuten aus der München Allianz Arena in dieser Fußballsaison 2019-20. Und damit erstmal zurück. Wenn Schlenzer noch reingedreht hätte, dann wäre es 4:1 gewesen vor der Halbzeit. Hätten wir uns auch damit anfreunden können. Aber nichtsdestotrotz sieht es gut aus in der Allianz Arena. Wie seht ihr die erste Halbzeit? Ich denke, die Bayern haben definitiv gezeigt, dass jetzt auch in diesen Spielen nach der sicheren Meisterschaft noch was möglich ist und dass man die Spiele auf jeden Fall auch noch gewinnen will. Vor allem eben auch, um den Jungen eben da nochmal ein bisschen Wettbewerbsbedingungen mitzugeben. Das ist für die ja auch ganz wichtig, unter Realbedingungen aufzuspielen. Also das sieht heute sehr, sehr gut aus und wir sehen wieder ein super interessantes und intensives Fußballspiel. Und das lässt sich auch ganz gut im Gesicht von Christian Streich ablesen. Über den haben wir ja vorher schon mal gesprochen. Aber der wütet da an der Seitenlinie, wie man ihn eben kennt und wie man es gewohnt ist von Christian Streich. Immer sympathisch, aber immer intensiv. Und intensiv wird es auch in der Champions League dieses Jahr noch. Seit dieser Woche ist es ja safe, dass die Champions League auch zu Ende gespielt wird. Und wie die Champions League zu Ende gespielt wird, also da gibt es dann, sollte man noch weiterkommen, eben ein Turnierformat. Die Bayern aber natürlich erst noch mal
mit dem Spiel gegen Chelsea. Das soll am 7. oder am 8. August stattfinden, das Achtelfinale. Und ja, dann muss man eben nochmal sehen, ob es dann da weitergeht, wovon wir natürlich sicher ausgehen. Und dann, so wie es aktuell aussieht, geht es nach Lissabon in einen Turniermodus. Da wird dann der Champions League-Sieger dieses Jahr ausgespielt. Also es ist auch was anderes. Eine ganz andere Champions League, eine ganz andere Meisterschaft dieses Jahr. Es sind irgendwie so ganz viele Bedingungen, an die man sich auch im Fußball erstmal gewöhnen muss. Und das gilt auch für alle Leute, die den Fußball kennen. Und mit einem, der sowohl die Champions League in- und auswendig kennt, als auch die Bundesliga und die Meisterschaft, haben wir diese Woche gesprochen. Und zwar mit Mr. Wembley himself, Arjen Robben. Der war zu Gast im FC Bayern Museum und hat uns seine Eindrücke der diesjährigen Bayern-Saison geschildert. Vor allem natürlich, wenn man die Serie jetzt sieht, unter dem neuen Trainer. Ja, dann kann man nur sagen, Hut ab und großes Kompliment, wie die das gemacht haben. Das alles ist nicht normal, und das tut mir auch leid, natürlich auch für die Jungs. Ich meine, jetzt, du kannst nicht wirklich feiern, jetzt fährst du nochmal nach Berlin, hast ein Pokalfinale, das ist normalerweise ein ganz großes Fest. Und das geht auch jetzt nicht. Und Champions League ist genau wieder das Gleiche. Ich meine, normalerweise, das sind alle große Highlights und ja, das wird jetzt alles anders. Und, aber trotzdem, ich meine, ja, du musst natürlich versuchen, da alles reinzulegen, um das Turnier zu gewinnen. Soweit also die Einschätzungen von Arjen Robben, der das Spiel sicher auch anschaut. Und wir wollen auch mit einem sprechen, der sein Landsmann ist, aus den Niederlanden nochmal zugeschaltet ist uns. Roy Makaay. Wir wollen nochmal über die erste Halbzeit sprechen. Roy, wie hast du es gesehen? Ja, wie ich vor dem Spiel schon gesagt habe, ein Bein, der unbedingt gewinnen will, von Anfang an losgelegt hat, mit vielen Torschüssen und ein wunderschönes erstes Tor. Und gleich der zweite nachgelegt, dann ist Freiburg kurz zurück ins Spiel gekommen durch den 2-1, aber ja, ein paar Minuten später war es schon wieder 3-1. So, ja, deutlich ein besseres Bayern heute. Roy, ich will mit dir natürlich auch nochmal kurz über die Stürmerthematik sprechen. Robert Lewandowski, was ich beim ersten Tor so sensationell fand, ich habe es vorher schon gesagt, wie er da seinen Körper reingestellt hat, wie er das verteidigt hat, mit Rücken zum Tor, dann nochmal abspielt. Wie mannschaftsdienlich ist Robert Lewandowski und wie wichtig ist das auch für die Mannschaft? Ja, ich habe schon die letzten paar Wochen gesagt, glaube, er ist im Moment der beste Neun der Welt. Nicht nur wegen seiner Tore, aber auch, was du gerade ansprichst. Arbeitet sehr hart für die Mannschaft, hat Auge für seine Mitspieler. Das hat man auch, ist super stark, auch wenn man das erste Mal, wie er den Ball behauptet hat und noch den gut gesehen hat, dass Kimmich freisteht. Und ja, das zeigt schon, wie komplett der Robin Lewandowski ist im Moment. Du hast vorher auch schon die jungen Spieler angesprochen, als wir vorher über die Aufstellung gesprochen haben. Sabri Singh, der meines Erachtens super mitarbeitet, der wirklich zeigt, dass er auch ja, die Zeit, die er da bekommen hat, positiv nutzen will, als auch Mikael Cousins. Die Jungen, wie siehst du die? Ja, ich glaube, es ist gut, dass sie jetzt die Möglichkeit haben, um Spielpraxis zu bekommen in der Bundesliga. Ich meine, ich glaube, wenn man Chris ansieht, für den Vergleich gegen Gladbach fand ich ein bisschen unglücklich. Heute schon viel besser und das zeigt, dass halt man junge Spieler halt Minuten brauchen, um die Erfahrung zu sammeln, um ein besserer Spieler zu werden. Und die spielen halt beide super mit heute. Sehe ich genauso. Also das ist wirklich gut. Da zahlt sich das Vertrauen des Hansi Flick den Jungen, das schenkt absolut aus. Roy, wir haben gerade eben schon über das Thema Champions League gesprochen, auch mit Arjen Robben diese Woche schon über das Thema Champions League. Du hast die Entscheidung ja mitbekommen. Denkst du, dieser Modus kann für die Fans dennoch attraktiv sein? Ich meine, es gibt jetzt natürlich ein zentrales Turnier, wenn man dann weiterkommt in Lissabon. Aber wie ist das für die Fans? Was glaubst du? Ja, ich meine, das, glaube, was Arjen gerade angesprochen hat, so, ohne Zuschauer bleibt natürlich immer komisch. Aber ja, die UEFA hat entschieden, um das Turnier doch zu Ende zu spielen. Ja, und Spiele auf ein Spiel, das ist natürlich immer eine andere Spannung, als wenn man noch ein Rückspiel hat. Und ich glaube, Bayern hat natürlich zwar das Rückspiel noch gegen Chelsea, aber das muss kein Problem sein. Und dann wissen die, dass es dann anschließend im Viertelfinale, Halbfinale alles auf ein Spiel geht. So, dann kriegt man, glaube ich, viele offenere Spiele, als man vielleicht mit Hin- und Rückspiel kriegt. So, dann kann es für die Zuschauer zu Hause ja, viel spannender sein, weil die wissen, dass es auf ein Spiel entschieden wird. Was für Chancen, denkst du, kann sich Bayern ausrechnen, dieses Jahr tatsächlich, sagen wir jetzt mal, das Double oder das Triple sogar zu holen? Also wie siehst du da die Möglichkeiten?
Also man merkt schon, dass die Bayern so gut im Schwung sind. Die haben schon jetzt, glaube ich, 6 Spiele oder 7 Spiele hinter sich, so und ziehen einen Rhythmus. Aber ja, in 3 Wochen ist es zu Ende und dann dauert es, glaube ich, noch bis August, bis es losgeht. So, ja, die haben natürlich ein paar Wochen, dass die kein Spiel haben. So, dann hoffe ich, dass sie den Rhythmus nicht verlieren. Aber ich glaube, dass sie eine gute Chance haben, um sehr weit zu kommen. Weil, wie schon gesagt, die sind jetzt schon ein paar Wochen lang im Schwung und andere Vereine sind gerade erst angefangen. So, aber am Ende weiß man es eh nicht. Aber ich glaube, die Verfassung und Form im Moment ist sehr gut. Ja, also das hoffen wir auf jeden Fall, dass da noch ein bisschen was möglich ist, so wie es Thomas Müller angesprochen hat. Auch der Henkelpott noch nach München kommt. Wir sind auf jeden Fall bereit, ein paar Trophäen hier noch aufzunehmen. Roy, du als Fachmann, was auch die Spieler deines Landes betrifft, muss ich dir natürlich noch eine Frage stellen zu Joshua Zirkzee, der auch im Kader ist, kann heute natürlich auch noch seine Einsatzminuten bekommen. Wie siehst du ihn? Wie siehst du seine Performance auf dem Platz? Ja, was er bis jetzt gezeigt hat, ist unglaublich. 4 Tore gemacht in wenig Spielminuten. Ich meine, gegen Gladbach hat er ein wunderschönes Tor gemacht. Ansonsten war er nicht so gut. Aber das ist auch normal mit jungen Spielern. Die brauchen Spielpraxis, was ich vorher gerade gesagt habe über Singh und Cuisance. Die müssen viel spielen. So, ich bin gespannt, wie seine Entwicklung im nächsten Jahr ist. Ob immer noch Ersatz bleibt hinter Lewandowski oder dass sie ihn vielleicht ausleihen, um Spielpraxis zu sammeln. Weil in diesem Alter braucht man Spielminuten, um besser zu werden. Roy, wir warten in München auf ein ganz besonderes Spiel. Vielleicht kann auch da Joshua Zirkzee dabei sein. Und zwar das Derby gegen den TSV 1860 München, gegen den Stadtrivalen sozusagen oder den Stadtnachbarn hier gegen die 60er. Das ist auch immer ein ganz besonderes Spiel. Schaust du dir sowas heutzutage noch an, wenn die Amateure gegen die 60er spielen? Nein, ich schaue immer ein bisschen die Ergebnisse an natürlich, was die machen. Ich habe gesehen, die haben heute, glaube ich, unentschieden gespielt. So, genau. Natürlich verfolgt man dann. Aber ich glaube, dass die 3. Bundesliga hier in Holland nicht wirklich live übertragen wird. Aber die Ergebnisse schaut man sich natürlich an hier. Sehr gut. Also wir hoffen natürlich auch, dass die Amateure im Derby dann erfolgreich sind und dass du ein positives Ergebnis lesen kannst. Roy, es gibt noch 2 Kommentare aus YouTube, die ich dir nicht vorenthalten möchte. Und zwar vom Gordon, der sagt, Roy, du warst der beste Stürmer, den Bayern je hatte. Nimm das als ganz, ganz großes Kompliment, denn da gab es einige. Und von Sonic, der geschrieben hat, Makai hat einen unnormalen Schuss wie eine Kanone. Das geht runter wie Öl, denke ich. Roy Makai, ich danke dir. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen herzlichen Dank für deine Expertise. Und ich freue mich, wenn wir uns bald mal wiedersehen und deine Expertise hier für die Bayern-Spiele anwenden können. Servus, Roy. Gerne gemacht. Ciao. Also das Derby haben wir angesprochen, das steht schon wieder vor der Tür und wir wollen jetzt nochmal zurückblicken auf das Hinspiel der FC Bayern Amateure gegen den TSV 1860 München. Da gab es große Emotionen. Es ist die von Beginn an erwartete intensive Partie. Es wird um jeden Zentimeter gekämpft. Die FC Bayern Amateure spielen in der ersten Hälfte auf ihre eigene Fankurve zu. Sie haben von Beginn an die Partie im Griff. Herren in Blau können sich oft nur durch körperbetontes Zerstören behelfen. Die Bayern-Amateure oftmals gedankenschneller, wendiger, ballsicherer. Bayern-Stürmer Oci Vrid muss im ersten Durchgang immer wieder einstecken. Offensive rund um Kapitän Nico Feldhahn steht. Nach vorne rackern die Bayern unermüdlich. In der 25. Spielminute ist Derrick Köhn auf der linken Seite durch. Rechtsverteidiger Marius Wiltsch kommt dem berühmten Tick zu spät und begeht genau an der Strafraumgrenze ein Foul. Für Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus zweifelsfrei ein Foulelfmeter.
Natürlich schäumen in solch einer Situation die Emotionen über. Schließlich ist für 1860 als Heimmannschaft der Druck noch etwas höher und die Entscheidung Strafstoß zumindest diskutabel. Für Bayern-Stürmer Orci Vrid ist das Ganze drumherum kein Grund zur Aufregung. 26. Spielminute, die 1:0-Führung für die FC Bayern Amateure. Für den ghanaischen Stürmer ist es bereits das 10. Saisontor. Auch nach dem Führungstreffer bleibt die Partie intensiv und körperbetont. Nico Feldhahn sieht nach knapp einer halben Stunde gelb gegen den ausgebufften 60er-Stürmer Sascha Mölders. Die kleinen Bayern bleiben weiterhin spielbestimmend, erarbeiten sich Möglichkeiten und kommen immer wieder gefährlich vor das Tor von Marco Hiller. Nur selten gelingen den Löwen Entlastungsangriffe und zu einer echten Chance kommen sie den gesamten ersten Durchgang nicht. 1:0 für den FC Bayern zur Pause. Eine Wand stehen auch die Fans im zweiten Durchgang hinter den kleinen Bayern in ihrem Stehblock auf der Ostseite. Doch die 60er kommen giftiger aus der Kabine und erspielen sich die ersten Chancen. Bayern-Torwart Christian Früchtl rückt immer mehr ins Zentrum des Geschehens. Die Partie bleibt hart umkämpft. Das spüren auch die Fans und feuern ihre Mannschaft an. Drängt mehr und mehr auf den Ausgleich. Und in der 68. Minute ist es dann soweit. Dennis Dressel mit dem 1:1. Trennen sich 1860 München und die FC Bayern München Amateure leistungsgerecht 1:1. Ja, also zwecks uns kann das dieses Mal auf jeden Fall auch ein Bayern-Sieg werden. Also ich kriege da immer Gänsehaut. Derby-Time in München, das ist einfach nochmal was ganz Spezielles. Und da freuen wir uns unfassbar auf den 24.06. Das nächste Derby steht an und einer, der sich mit Sicherheit noch ein bisschen mehr freut als ich, der ist mir jetzt zugeschaltet. Und zwar ist der frisch vom Platz, Orci Vrid. Orci, ich grüße dich. Ja, servus. Orci, du bist aus Magdeburg. Ja, genau, du sagst es. Du bist praktisch jetzt gerade direkt vom Spielfeld runtergegangen. 2:2 ging es aus. Punkteteilung. Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Ja, in der ersten Halbzeit hatten wir ein paar Ballverluste zu viel. Die haben es gut gemacht, gut gekontert. Und ja, waren somit 2:0 verdient in Führung. Aber ja, ich muss den Hut von meiner Mannschaft ziehen. In der zweiten Halbzeit haben wir sehr gut gemacht und uns am Ende belohnt mit den 2 Toren noch zum Schluss. Ja, du sprichst da sehr mannschaftsdienlich, wir, aber natürlich hast du auch ein Tor erzielt. Du bist ja auch absolut gerade in einer sehr, sehr guten Verfassung. Warum? Also man kann es ja gerade nochmal sagen, für die, die es nicht wissen, ihr steht immer noch auch mit dieser Punkteteilung jetzt an Platz 1 der dritten Ligatabelle. Warum läuft es aktuell so wahnsinnig gut für euch? Ja, ich glaube, wir sind halt ein super Team mit super guten Spielern. Es macht wirklich Spaß, hier Fußball zu spielen. Ja, wir machen es defensiv besser als in der Hinrunde, kassieren so weniger Gegentore. Und vorne sind wir eigentlich immer für Tore gut. Und ja, wir setzen das sehr, sehr gut um, das, was uns das Trainerteam vorgibt. Und ja, haben so durch sehr viele Punkte gesammelt.
Mochi, lass uns kurz auch nochmal auf die Profis schauen, jetzt nach eurem Spiel. Vielleicht hast du auch noch die Möglichkeit, entweder im FC Bayern Webradio reinzuhören oder zumindest den Ticker mitzulesen. 3:1 steht es ja. Zwei deiner Kollegen, die auch bei den Amateuren oft dabei sind, Sabri Zing, beziehungsweise Sabri Zing ist jetzt mit auf dem Feld dabei, Josua Zirkzia noch auf der Bank. Wie ist das für euch junge Spieler? Du hattest ja vor kurzem auch wieder die Möglichkeit, gegen Gladbach ein paar Spielminuten zu bekommen. Wie ist das, mit den Profis auf dem Platz zu stehen? Ja, auf jeden Fall überragendes Gefühl. Ich glaube, wenn du in einer U23 spielst, ist es natürlich das Ziel oder der Traum, irgendwann mal dann bei den Profis auflaufen zu können. Und ja, wir Spieler sind sehr, sehr froh darüber, dass uns der Trainer der Profis, Hansi Flick, uns die Möglichkeit gibt, auch mal oben reinzuschnuppern und auch Minuten zu bekommen. Und ja, dafür geben wir Gas im Training der Profis und auch bei uns in der U23. Ochi, noch eine ganz persönliche Frage. Was sagt einem Hansi Flick, bevor man eingewechselt wird bei den FC Bayern Profis? Ja, dass man Gas geben soll, sich gut einfügen soll und speziell jetzt in meiner Person, dass ich, wenn ich vorm Tor bin, dann auch mal den Abschluss suchen soll. Ja, und so der Mannschaft helfen soll. Das hast du auf jeden Fall gemacht, hast ein wahnsinnig gutes Spiel auch gemacht, hast dich da vorne abgearbeitet. Ochi, ich danke dir vielmals, dass du dich direkt nach dem Spiel hier reingeschalten hast zu uns. Wünsche euch eine gute Heimfahrt. Hoffentlich kriegt ihr ein bisschen was mit von den Profis. Danke. Und wir sehen uns wieder hier an der Selwener Straße oder dann eben am FC Bayern Campus. Danke dir, Ochi. Dankeschön. Ciao. Ciao. Also, das Derby am 24. Da ist auf jeden Fall Feuer dahinter. Da geht auf jeden Fall was hier in München. Jetzt aber erstmal wieder zurück in die Allianz Arena beziehungsweise zu unseren Webradio-Kommentatoren Christian Glück und Tim Haug für die zweite Halbzeit. Versuchen natürlich, sie können eigentlich nur mit den Mitteln, die sie haben, so wieder loslegen, wie sie es auch im ersten Durchgang gemacht haben. Da sind sie nämlich mit ziemlichem Pressing nach vorne gegangen. Wir begrüßen auch an dieser Stelle hier aus dem Webradio auf fcbayern.com die Zuschauer aus der Matchday-Show. Und wir versuchen euch das ein bisschen näher zu bringen. Jetzt das Spielgeschehen wieder unterbrochen worden. Also momentan geht es noch ein bisschen holprig los in diesen zweiten 45 Minuten. Aber ich glaube, die Richtung der Bayern ist absolut klar, Tim. Sabri Zing da mit einem V-Spiel, einer der Youngsters, die ja in dieser Saison auch schon bei den Amateuren für reichlich Wirbel gesorgt haben. Die Amateure in der dritten Liga spielen hier eine überragende Rückrunde, aktuell Tabellenführer. Und einige von diesen Spielern haben es eben auch, wie wir sehen, jetzt schon in den Profikader zu Hansi Flick geschafft. Sabri Zing heute eben dann auch mal in der Startelf dabei. Sicherlich eine ganz besondere Ehre für dieses junge Talent. Die Freiburger im Ballbesitz in der Bayern-Hälfte, aber da misslingt der Pass. Deswegen geht der Ball ins Seiten aus, gibt Einwurf für die Bayern auf Höhe der Mittellinie, die das Geschehen in diesen ersten Sekunden der zweiten Halbzeit wieder direkt dominieren, lassen da gar keine Zweifel aufkommen, dass sie diese Partie hier siegreich zu Ende bringen müssen. Jetzt gibt es einen Foul an Lucas Hernandez, das hat ordentlich geknallt da auf Höhe der Mittellinie. Sören Starks geht da jetzt mal hin, schaut sich das genauer an. Es war, glaube ich, Roland Salay, der da in Lucas Hernandez reingerauscht war. Nein, es war die 27, es war Nicolas Höfler. Und Hernandez scheint sich da ein wenig verletzt zu haben. Schauen wir mal, ob es weitergeht für den Franzosen, der ja durchaus verletzungsgeplagt war in dieser Saison, hatte eine Menge Pech. Aber heute sieht es gut aus, er steht wieder und kann weiterspielen. Spiel ist wieder freigegeben, die Bayern in Ballbesitz in der eigenen Hälfte. Ja, bin gespannt, ob die Freiburger jetzt nochmal anknüpfen können an diesen Flow vom ersten Durchgang. Da haben sie ja die erste Viertelstunde richtig Druck gemacht, haben die Bayern beschäftigt und waren dann ungemütlicher Gegner. Und dann nochmal in dieser kurzen Phase, rund nach einer halben Stunde, als sie dann den Anschlusstreffer erzielen konnten, da sind sie ähnlich nach vorne gegangen und jetzt gut aufgepasst vom neuen, vom Südkoreaner Kwon, der damit durchgegangen ist, von rechts herein, flankt flach, aber das ist einfach zu verteidigen. Javi Martinez steht da gut, aber den zweiten Ball sichern sich die Freiburger. Und weil da ein Bayern-Spieler noch dran war oder war nicht dran, Jonathan Schmidt, nee, der hat den Ball selbst in Seiten ausbuxiert, gibt Einwurf für Rot für die Bayern auf der linken Seite in der eigenen Hälfte von Joshua Kimmich, Ball geht zurück über Javi Martinez zu Leon Goretzka. Also die Doppel-Sechs, die funktioniert wieder prächtig, das kann man auf jeden Fall so attestieren. Auch die Innenverteidigung mit Jerome Boateng und Javi Martinez. Ihr wisst ja alle, dass David Alaba heute mal aussetzen darf, kann sich ein bisschen schonen.
Die Saison war lang und anstrengend und kann die ein oder andere kleine Blessur, die natürlich im Laufe einer solchen Spielzeit eintritt, dann ein bisschen auskurieren. Das ist auch mal ganz gut. Jetzt der Versuch von Boateng, lang nach vorne zu schlagen, auf rechts, auf Pavard. Doch da verteidigen sie es gut. Ball geht über Schwolo wieder auf die linke Angriffsseite der Freiburger. Aber da kommt man nicht richtig raus. Es ist momentan ein bisschen Stückwerk. Der Flow ist momentan weg, den wir noch in der ersten Hälfte hatten. Knappe 5 Minuten sind schon wieder rum in diesem zweiten Durchgang. Na, jetzt schauen wir mal. Kann eigentlich nur besser werden. Tatsächlich ein bisschen zerfahren das Geschehen aktuell da auf dem Rasen in der Allianz Arena. Aber die Freiburger können eben auch keine spielerischen Akzente setzen. Jetzt vielleicht mal die Chance über die linke Seite. Super Dribbling von Kwon, der da in den Strafraum zieht. Dann will er Querstelle spielen. Aber Lucas Hernandez ist gut postiert, kann diesen Pass dann unterbinden. Und dann hat letztlich Sven Ulreich den Ball unter Kontrolle. Also der neue Mann, Chang Hyung Kwon, der Koreaner, der bringt hier in den ersten Minuten tatsächlich etwas mehr Wirbel ins Freiburger Offensivspiel. Roland Salai hat für ihn die Partie verlassen und dann schauen wir mal, inwieweit sich das vielleicht noch weiter auswirkt. Jetzt nächste Angriffssituation der Gäste, Foul von Michael Cuisance, der da ein bisschen lamentiert, dass Griffo möglicherweise ein bisschen leicht abgehoben ist. Schauen wir noch mal drauf, aber er trifft ihn da unten am Knöchel, dadurch kommt da zu Fall der Vincenzo Griffo, deswegen geht diese Entscheidung von Sören Storks schon in Ordnung. Gibt Freistoß für die Gäste, halblinke Position. Sven Ulreich postiert da die 2-Mann-Mauer. Michael Cuisance und Sabret singen die beiden. Und dann wird der Ball dann wohl gleich Richtung Strafraum der Münchner fliegen. Flanke ist zu sehr aufs Tor gezogen. Ulreich kommt da mit der linken Hand dran, kann den Ball aus der Gefahrenzone zunächst mal entfernen. Ball geht in Seiten aus, gibt Einwurf für die Freiburger. Aber das war ein gefährlicher Freistoß von Christian Günther. Und wir haben gelernt, dass die Freiburger richtig stark sind bei Standards. Aber bislang die zweite Hälfte der Seite, also sprich die 45 Minuten Teil 2, die sind noch völlig blank. Also im Moment immer noch keine richtigen Chancen. Das ist ein bisschen schade, weil wir haben viel, viel Stückwerk. Die Freiburger versuchen natürlich zu verteidigen, was geht. Und jetzt warten wir auf die nächste Eckballsituation. Wir sehen aber auch Christian Streich, der da in dem Trainerunterstand da drin sitzt, ganz einsam und verlassen. Muss natürlich auch hier Mindestabstand eingehalten werden. Und ja, der sitzt da so in sich zusammengekauert. Bin gespannt, ob er sich hier noch was ausrechnet. Ecke der Freiburger jetzt hereingeschlagen. Schau mal, geht Richtung Kassen, Richtung Ulreich. Und da ist ein Freiburger zur Stelle, aber auch nicht wirklich gefährlich von Lukas Höhler. Kann den Ball nicht richtig gut kontrollieren. Der ist dahinter der Innenverteidigung der Bayern runtergeplumpst. Da stehen 3 Bayern-Spieler in der Luft mit Hernandez, mit Javi Martinez und mit Jerome Boateng. Und dahinter ist der Höhler, kriegt den Ball an die Birne, aber kann die Kugel, die Flugbahn nicht wirklich richtig beeinflussen oder vernünftig da aufs Tor von Sven Ulreich köpfen. Der Ball wieder auf der anderen Seite gelandet bei Alexander Schwolo. Bei den Bayern ist momentan so ein bisschen ja, die Linie weg. Ich weiß auch nicht, die Freiburger machen das im Augenblick ganz ordentlich. Sie versuchen jetzt konstruktiv das Spiel aufzuziehen über Christian Günther, der den Ball nach vorne geschlagen hat. Das ist aber Javi Martinez und klärt erstmal die Situation auf Kosten eines Einwurfs. Ball kommt schon wieder über Griffo im Doppelpass mit Höhler. Höhler fällt zu Boden und kriegt den Freistoß. Boateng, der Übeltäter. Ja, tatsächlich 52,5 Minuten gespielt. Es fehlt noch so ein bisschen der Flow im Spiel der Bayern, den sie dann nach zähem Beginn in Halbzeit 1 relativ schnell aufziehen konnten. Jetzt wieder die Freiburger mit einer Tormöglichkeit, gibt nämlich Freistoß von der halblinken Position, 18, 19 Meter vor dem Kasten von Sven Ulreich. Da wird dann wahrscheinlich wieder eine Flanke Richtung Strafraum reinkommen. Wieder die 2-Mann-Mauer mit Cuisance und Singh. Und dann ist es Vincenzo Griffo, der den Ball da Richtung Strafraum bringt. Zweiter Ball von der Strafraumkante, aber der Abschluss, der misslingt dann so richtig. Ball geht fast zur Eckfahne raus von Lukas Höhler. Aber deswegen gibt es Abstoß für die Bayern. Also die Freiburger, die haben sich tatsächlich nochmal was vorgenommen in dieser zweiten Halbzeit. Wenn auch bislang Torchancen Mangelware sind, wie schon in Halbzeit 1.
Danke an die Webradio-Jungs. Ich muss sagen, ich bin immer noch ein bisschen geflasht von der Parade, die Sven Ulreich da gerade rausgeholt hat. Also Wahnsinnsglanztat von Ulreich, der zeigt, was er im Tor kann. Und vor allem auch, wenn man nur ab und zu Spielzeit bekommt, wie das sehr bei ihm der Fall ist. Klar, er hat Manuel Neuer vor sich. Ist auch ein Thema, das euch übrigens wahnsinnig beschäftigt in den Kommentaren. Da fragen immer mal wieder einige, wo denn Manuel Neuer ist. Ja, der wird oder der wurde rausrotiert von Hansi Flick. Der kriegt jetzt sozusagen mal ein bisschen Pause. Oder wenn man es anders sagen will, kriegt Sven Ulreich ein bisschen Einsatzzeit. Und das hat er gerade alleine schon mit dieser Parade zurückgezahlt. Also das sah wirklich sensationell aus. Kurzer Schreckmoment auch. Ihr habt es vielleicht mitbekommen oder gehört im Webradio. Lucas Hernandez hat dann Schlag abbekommen, lag am Boden, aber er ist wieder aufgestanden. Also er ist auch ein echter Fighter. Der lässt sich davon nichts unterkriegen. Und ja, so ein bisschen die Kriegermentalität, die da bei ihm durchkommt. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort für seine Tattoos, über die er gesprochen hat vergangene Woche mit uns in seinem ersten deutschen Interview. Da hat er uns mal erklärt, was denn so bedeuten, was für Bedeutungen hinter seinen Tattoos stecken. Und das wollen wir uns jetzt mal anhören. Ja, hier auf den Arm. Du gesehen? Ja. Ja, hier auf den Arm habe ich einen Krieger und einen General. Aha. Das ist Achilles und Julius Caesar, weil ich einen Krieger in der Platz. und hier oben. Ich habe einen Schutzengel und hier vorne ich habe den Namen mit meiner Familie. Also, jetzt wissen wir auch, was hinter den Armen oder hinter den Tattoos auf den Armen von Lucas Hernandez steckt. Mehr davon gibt es übrigens dann schon kommende Woche im 1:1-Talk auf FC Bayern TV Live. Doch das gesamte Interview von Lucas Hernandez, das erste deutsche Interview. Und ich muss wirklich sagen, dass er verdammt gut Deutsch spricht. Und das in dieser kurzen Zeit, in der er jetzt hier ist beim FC Bayern München, das ist eine absolute Leistung. Und da kann er sehr stolz drauf sein. Wir wollen noch mal ein bisschen auf eure Kommentare schauen. Da hat nämlich auch der Stud geschrieben, gerade zu diesem Thema auf YouTube, der Hernandez muss einfach mal 2 Monate am Stück spielen können. Ja, das ist ein ganz, ganz richtiger Punkt. Aber er ist halt so auch sehr verletzungsanfällig gewesen. Das ist leider schade. Ganz am Anfang hier, als er zu den Bayern gekommen ist, war ja schon im Aufbau und hat sich da immer so ein bisschen durchgezogen. Irgendwie jetzt läuft es ja aktuell ganz gut. Und ich finde auch, er macht heute wieder ein fantastisches Spiel. Das, was ich vorher schon angesprochen habe, diese Kriegermentalität, die man bei ihm irgendwie auch sieht, der lässt sich da einfach nicht unterbekommen. Das ist einfach nur wirklich schön zu sehen und das braucht man auch auf jeden Fall mal in einem Spiel. Einen, der da richtig abräumen kann, einen, der da einstecken kann. Ballbesitz 60-40, schreibt Wolfram Hübner auf YouTube. Ja, die Bayern haben jetzt absolut wieder die Kontrolle über das Spiel erlangt. Der SC Freiburg läuft ein bisschen hinterher und an der Seitenlinie läuft auch einer. Das ist Christian Streich. Jetzt Gesorgs versucht es mal aus 30 Metern. Devi setzt nach, immer wieder noch. Auch die zweiten Bälle versuchen die Bayern da zu gewinnen. Ball ist jetzt wieder bei den Freiburgern bzw. Partie unterbrochen. Dann nutzen wir die Pause und gehen wieder rüber ins FC Bayern Webradio. Zu sehen, weil die Bayern es ihnen auch verdammt schwer machen. Also die stehen da tatsächlich sehr kompakt. Sie versuchen es immer wieder, die Gäste, aber da ist halt einfach kein Durchkommen durch diese stabile Defensive des Rekordmeisters. Jetzt vielleicht mal zentrale Position. Ball geht dann nochmal zurück zu den Freiburgern, zu Dominik Heinz. Der hat keine Anspielstation, muss dann zurück zu seinem Keeper, zu Schwolo spielen. Schwolo wieder kurz zurück auf Heinz. Ball auf der linken Angriffsseite der Freiburger. Heinz jetzt mit dem langen Ball über die Mittellinie. Aber da ist halt weit und breit kein eigener Mitspieler in Sicht, sodass der Ball bei Jerome Boateng landet und die Bayern wieder in Ballbesitz sind. Ulreich kurz raus auf die linke Seite zu Hernandez. Hernandez in die Mitte zu Kimmich. Kimmich im Doppelpass mit Müller. Müller spielt dann guten Ball raus auf... Nein, das war nicht... Jetzt ist Müller am Ball. Das war Goretzka mit dem Ball. Jetzt Müller, Chip in die Box. Und da ist Robert Lewandowski. Und da ist er mit dem eigenen Mann, mit Lucas Hernandez, glaube ich, zusammengestoßen. War ein guter Ball von Müller, einfach reingelupft. Und dann kommt Robert Lewandowski mit dem Kopf an den Ball. Aber der geht dann 3-4 Meter am Tor vorbei. Und dann gibt es Abstoß für die Freiburger. Aber da haben sich tatsächlich Robert Lewandowski und ein weiterer Mitspieler ein bisschen verletzt. Die sind zusammengeprallt, glaube ich. Ja, es war ein bisschen unglücklich, weil nämlich Robert Lewandowski hochgesprungen ist, den Kopfball nicht richtig platzieren konnte und dann im Rückwärtsfallen gefallen ist und über ihn drüber geplumpst ist Leon Goretzka. Und das sah jetzt so ein bisschen aus, wie wenn er sich da verletzt hat bei diesem Sturz, wo er nicht sehen konnte, dass er eben da rückwärts über den liegenden Lewandowski da drüber plumpste. Wird jetzt, denke ich, an der Seitenauslinie oder Torauslinie dahinter behandelt.
Muss man mal schauen, ob er weitermachen kann. Drücken wir ihm mal die Daumen, hoffen wir, dass da nicht allzu viel passiert ist. So wild sah es nicht aus, aber wenn du mal blöd fällst, das kann schon auch dumm passieren. So, die Bayern sind deswegen im Moment, denke ich, in Unterzahl. Trainer Hansi Flick steht da an der Seitenauslinie, hat da seine Coachingzone ein bisschen verlassen, aber so ganz genau nehmen es jetzt die Unparteiischen auch nicht. Der SC Freiburg kommt wieder, aber da passt Lucas Hernandez als Linksverteidiger super auf, unterbindet da einen Pass in die gefährliche Zone und dann lösen es die Bayern über Sven Ulreich mit einem langen Schlag wieder nach vorne auf die linke Seite zu Lucas Hernandez. Der macht den Daumen hoch, sagt super gesehen, Ole, und dann geht es über rechts. Jetzt zentral Müller und weiter nach rechts raus zu Cuisance im Doppelpass mit Müller, die Abschlusschance, und da ist er zu hektisch, da ist er einfach überhastet, ungefähr aus 11 Metern der Elfer mit der Nummer 11, Michael Cuisance, und da kriegt er so einen Schubser und so, ah, Bursche vom Thomas Müller, sagt, komm, mach doch da mehr draus, hat ihn wunderbar aufgelegt mit einer Drehung in den freien Raum und dann zieht der Cuisance mit links ab, das ist ja sein starker Fuß. Aber schüttelt den Kopf, sagt auch nur, wie konnte ich denn den da so drüber nageln? Völlig unbedrängt, schade. War aber die erste gute Szene nach jetzt rund einer Stunde. Die Bayern führen nach wie vor 3:1. Im Moment brennt da gar nichts an. Nein, da brennt nichts an. Die Bayern machen nicht mehr als nötig in die Offensive, lassen die Freiburger immer mal wieder ein bisschen kommen, um möglicherweise dann auch schnell mal auf Konter zu spielen und in der Angriffshälfte der Freiburger dann auch mal ein bisschen Platz zu haben. Das war bislang, wie gesagt, die beste Chance gerade von Cuisance nach 60 Minuten in der zweiten Hälfte. Der Franzose da jetzt schon wieder am Ball in der eigenen Hälfte, kurz abgelegt auf Josua Kimmich. Der verdribbelt sich da ein bisschen gegen zwei, Ballverlust, Chance für die Freiburger, aber Kimmich macht seinen Fehler wieder gut und gewinnt den Ball zurück. Jetzt ist mal Platz über die linke Seite mit Thomas Müller. Der hat da mal die Position gewechselt, kommt aber keiner mit, muss den Ball dann in die Mitte spielen zu Leon Goretzka. Auch der muss dann erstmal verzögern. Goretzka raus auf rechts auf Benji Pavard und der zieht aus knapp 16 Metern halbrechte Position ab. Ball geht aber am rechten Torpfosten knapp vorbei. Schwolo musste da nicht mehr eingreifen, aber das mal wieder ein gefälliger Angriff der Bayern und das ist sicherlich jetzt so ein bisschen ihre Taktik, die Freiburger hinten ein bisschen rausrücken lassen, um dann die Bälle schnell zu gewinnen und mit Tempo nach vorne zu spielen, dass sie da mal ein bisschen mehr Platz haben, denn ansonsten stehen die Freiburger halt sehr tief drin und die Bayern müssen sie sich dann so ein wenig zurechtlegen. Alexander Schwolo bringt den Ball jetzt wieder ins Spiel, tief in die Hälfte der Bayern. Javi Martinez ist mit dem Kopf zur Stelle, kann den Ball für sein Team gewinnen, aber nach vorne geht da gerade nicht viel. Cuisance mit dem Fehlpass und der Ball schon wieder beim letzten Freiburger Mann bei Schwolo. Auch der versucht den Ball da im Spiel zu halten, gelingt ihm auch. Ballbesitz für die Freiburger in der eigenen Hälfte. Geht da jetzt über die linke Seite, über Griffo, aber auch der muss abdrehen, zurück zu Schwolo. Bayern stehen da jetzt sehr gut postiert, setzen die Freiburger früh unter Druck mit Müller, mit Lewandowski, der da jetzt in die Spitze vorgeht und Schwolo am Abspiel hindern will. Der macht eine Körpertäuschung und bringt den Ball dann wieder ins Mittelfeld. Jetzt die Freiburger über die linke Seite, langer Passversuch, aber der misslingt völlig und Jerome Boateng ist dann zur Stelle. Rechte Seite, Lucas Hernandez mit der zentralen Position mit Josua Kimmich. Der spielt einen langen Ball auf Cuisance, der da jetzt im 1 gegen 1 auf der rechten Seite macht er gut gegen Jonathan Schmid. Ball geht ins Aus. Einwurf für die Bayern. Cuisance wieder am Ball. Rechte Seite spielt den Ball zurück in die eigene Hälfte zu Jerome Boateng. Der kurz auf Kimmich. Kimmich sucht eine Anspielstation, geht 3-4 Meter Richtung linke Seite, dreht dann nochmal ab, spielt zurück auf Jerome Boateng. Boateng mit dem Ball auf die rechte Seite. Cuisance da im 1 gegen 1. Gut gemacht vom jungen Franzosen. Aber die Bayern finden nicht den Weg in die Spitze im Moment. Ball bei Javi Martinez auf Höhe der Mittellinie. Der macht dann 3-4 Meter in die Freiburger Hälfte, spielt den Ball links raus. Dann kommt wieder Cuisance, Doppelpassversuch, aber der misslingt und Ballbesitz für die Freiburger. Die kommen jetzt auf der rechten Seite, versuchen jetzt ihrerseits das Spiel aufzuziehen. Korn wird durch Fall gebracht. Klarer Freistoß, gibt es keine zwei Meinungen, direkt auf Höhe der Mittellinie. Naja gut, aber diese Doppelchance da, 60. 61. Minute, die haben mir ein bisschen Hoffnung gemacht. Da sind die Bayern einfach wieder aktiver geworden. Und wir werden jetzt Zeuge eines Doppelwechsels bei beiden Teams, so wie es aussieht. Jetzt werden wir ganz schön viel zu schreiben haben. Es kommen auf jeden Fall Coman und Joshua Zirkzee bei den Bayern. Müssen wir gleich noch darauf achten, wer runtergeht. Und ich meine, dass ich aus dem Augenwinkel jetzt Luca Waldschmidt gesehen habe, der da reinkommt, und Mike Franz.
Und wir werden euch gleich nachliefern, während für die beiden runtergeht. Auf jeden Fall bei den Bayern Sari Singh. Für mich ein starkes Startelf-Debüt. Es war ja sein zweiter Bundesliga-Einsatz. Bekommt er auch das Shake Hands von Trainer Hansi Flick. Für ihn also Kingsley Coman auf die linke Außenposition. Und Joshua Zirkzee wahrscheinlich für... Nee, Robert Lewandowski ist noch auf dem Platz. Dann ist vielleicht Michael Cuisance runter. Also das wäre jetzt meine nächste Option. Schauen wir mal, müssen wir gleich die Bestätigung noch abwarten, aber so wie es aussieht, ist Cuisance jetzt runter. Ja, Zirkzee positioniert sich da auf der rechten Seite, auf der vorher Cuisance gespielt hat. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass der Franzose runtergegangen ist. Robert Lewandowski noch mit in der Partie und dann darf Zirkzee dann vielleicht mal auf einer neuen Position sein Glück versuchen. Auch da kann Hansi Flick ja jetzt sehr viel ausprobieren, die Jungs reinwerfen, die jungen Spieler ihnen Möglichkeiten zu geben, sich auszuprobieren. Das ist ja bei diesem Stand in der Tabelle und auch bei diesem Spielstand jetzt nach 65 Minuten weiterhin 3:1 für die Bayern absolut möglich. Mal schauen, was die Freiburger jetzt noch im Köcher haben. Linke Seite, Ballbesitz über Christian Günther, geht der Ball zurück mal in die eigene Hälfte. Die beiden Innenverteidiger, Dominik Heinz und Philipp Lienhardt, spielen sich da den Ball quer zu. Die Bayern rücken auf, Lewandowski macht Druck. Schwolo jetzt am Ball, sucht eine Anspielstation. Da sind aber drei Bayern sehr aggressiv drauf mit Goretzka, Lewandowski und jetzt auch Zirkzee. Aber Schwolo kann sich da ganz gut befreien aus dieser Situation. Ball auf der linken Seite, die Freiburger jetzt in der Hälfte der Bayern. Das ist Christian Günther, der bringt die Flanke jetzt in den Strafraum. Da hoppelt der Ball so ein bisschen durch den 16er. Keiner kann ihn wirklich erlangen. Und dann ist es ein Foulspiel von Korn und Freistoß für die Bayern. Die Bayern können wieder da aufbauen und können da anknüpfen, dass sie wieder einen vernünftigen Angriff fahren. Aber wenn wir nochmal ansprechen, Joshua Zirkzee, sein Stern ging ja quasi auf gegen den SC Freiburg in der Hinrunde. Wir erinnern uns, war ja super dramatisch, super spannend. Ewig lang stand es 1:1 bis zur Schlussphase. In der 90. Minute kam dann Zirkzee rein und macht prompt 2 Minuten später den Führungstreffer zum 2:1. Serge Gnabry hat da noch einen draufgepackt zum am Ende 3:1 Sieg im Breisgau, im Schwarzwaldstadion. Aber das war schon Wahnsinn. 2 Minuten war der Zirkzee drin und zack, macht er die Bude und dann gegen Wolfsburg. Die Partie gibt es dann nächste Woche quasi als Saisonabschluss. War natürlich auch der Abschluss der Hinrunde. Da hat er dann gleich nochmal eingenetzt. Aber jetzt bleiben wir erstmal hier, beim Hier und Heute, beim Aktuellen. Die Bayern kommen wieder. Jetzt haben sie ein bisschen Platz über Kimmich und der legt auf rechts zu Thomas Müller und der mit dem Halbfeldpass rein ins Zentrum. Kommen aber weder Zirkzee noch Lewandowski ran und Müller setzt nach. Aber der Ball ist erstmal bei den Freiburgern, nämlich bei Vincenzo Grifo, so ein kleines Techtelmechtel da. Kwon ist auch noch mit dabei, eng geht es da alles zu und dann müssen sie doch wieder zurückspielen zu Schwolo, der dann sozusagen das Spielfeld vor sich liegend den nächsten Aufbau konstruktiv starten kann. Aber die Bayern jetzt mit besserem Vorchecking seit der 60. Minute, vor allem voran mit Thomas Müller, der versucht zu stören. Lewandowski jetzt am Ball, ist schon an der 16er Kante und dann ist es Coman, der mal draufhält. Wird aber geblockt von Philipp Lienhardt, meine ich, war das, der sich da reingestellt hat, der Österreicher. Und auch diese Chance ist also vertan. Die Bayern müssten ein bisschen mehr anziehen mit ihrer Pace. Natürlich ist das schwierig, wenn so viel gewechselt wird und die Mannschaft natürlich so in dieser Form nicht wirklich zusammengespielt ist. Aber sie bekommen immer wieder die Räume, weil die Freiburger jetzt so Ziehharmonika-mäßig ein bisschen weiter mal auseinanderstehen und dann wieder zusammenstehen. Jetzt kommt wieder Kwon, mit ihm kam Leben hier in die Bude und das ist ein guter Pass in die Spitze, aber da ist Ulreich zur Stelle. Ist den entscheidenden Schritt vorgekommen vor dem Angreifer und das war sicher eine gute Szene von, ich meine, es war Luca Waldschmidt, wenn man es richtig gesehen hat, dann wäre das durchaus eine Option gewesen, hier nochmal ein bisschen was am Ergebnis zu verändern, ein bisschen ranzuschnuppern an die Bayern. Ein Treffer und dann wären sie wieder in Schlagdistanz, die Freiburger. Aber so weit sind wir noch nicht. Die Bayern kontrollieren nach wie vor. 67. Spielminute ist fast rum. Es steht nach wie vor 3:1. Da hat man schon Tore gesehen im ersten Durchgang zu diesem Zeitpunkt, ne? Absolut, die Bayern. Aber sie sind jetzt wieder etwas bemühter im Spiel nach vorne, auch wenn nicht alles klappt.
in dieser bislang durchwachsenen zweiten Hälfte. Jetzt über die rechte Seite mit Pavard und Zirkzee. Der kann den Ball da aber nicht kontrollieren. Und deswegen landet er wieder in den Reihen der Freiburger, die sich da jetzt versuchen, hinten raus ein wenig zu befreien. Müssen dann aber nochmal abdrehen, zurückspielen auf Dominik Heinz, der jetzt mit dem langen Ball in die Hälfte der Münchner. Aber da ist dann Jerome Boateng zur Stelle, kann den Ball abfangen. Und es geht wieder in die andere Richtung auf das Tor der Freiburger. Javi Martinez mit einem klugen Pass auf Thomas Müller. Zentrale Position, der legt kurz ab auf Kimmich. Kimmich spielt raus auf die rechte Seite zu Benji Pavard. Pavard mit der Flanke in den Strafraum, aber die ist nicht präzise genug. Sowohl Zirkzee als auch Lewandowski haben da keine Chance, an den Ball zu kommen. Und so landet das Spielgerät bei den Freiburgern. Zunächst mal, aber es ist schon wieder weg. Die Bayern mit gutem Pressing da. Leon Goretzka, Boateng, die Bayern versuchen das Spiel jetzt neu aufzubauen, legen sich die Freiburger da so ein bisschen zurecht, die jetzt wieder sehr tief drinstehen in der eigenen Hälfte. Javi Martinez, Jerome Boateng, jetzt geht es wieder raus auf die rechte Seite zu Benji Pavard, der sich da offensiv heute sehr entfalten kann. Pavard auf Müller, Ball in die Mitte und dann zirkt sie kurz am Ball, aber geblockt von Dominik Heinz in letzter Sekunde. Gut aufgepasst von den Freiburgern. Erste Aktion von Josua Zirkzee, der Holländer, wäre... Also wieder eine starke Hereingabe gerade von Thomas Müller, der ja auch der Vorlagenkönig ist in seinem 350. Bundesligaspiel. Schaut das nicht anders aus auf Josua Zirkzee, der da wahnsinnig gefeiert wird von euch in den Kommentaren. Also da lese ich ganz oft seinen Namen. Da herrscht offenbar sehr, sehr große Freude bei euch, dass er jetzt noch ins Spiel gekommen ist. Und er hat ja auch bewiesen in den Spielzeiten oder in der Zeit, die er bekommen hat auf dem Feld, dass er definitiv auch sehr zielstrebig ist vor dem Tor und immer mal wieder gut ist für ein Tor. Und das wollen wir uns definitiv noch anschauen, wie das hier jetzt läuft. Die letzten 20 Minuten mit Josua Zirkzee jetzt vorne mit dabei. Vorher haben wir noch mit Lina Magul gesprochen von den FC Bayern Frauen. Die spielen ja morgen gegen Wolfsburg, gegen den schon feststehenden Meister. Und letzte Woche haben wir mit Christine Demann eben genau zu diesem Thema gesprochen, wie Wolfsburg diese Saison so stark war, wie das zustande kam und was sich die Bayern-Frauen für das morgige Spiel gegen den schon feststehenden Meister vorgenommen haben. Ja, sie haben auf jeden Fall einen sehr, sehr starken Angriff. Ich glaube, über die letzten Jahre hat man schon gesehen, dass sie unheimlich viele Tore jedes Mal schießen, auch wenig Tore natürlich kassieren. Aber man sieht natürlich, dass sie viele, viele Jahre jetzt schon in der Stammformation zusammengeblieben sind, dass sie da eine gewisse Eingespieltheit und Routine schon drin haben. Und ich glaube, das war jetzt so ein bisschen bei uns der Fall, dass wir viele neue Spielerinnen hatten, dass da diese Routine, dieser Rhythmus noch nicht so reingekommen ist. Und ja, ich glaube, dass wir da vom Entwicklungspotenzial auf jeden Fall sehr, sehr gut sind, dass wir sie auf jeden Fall angreifen können. Also die FC Bayern Frauen morgen dann gegen Wolfsburg. Das könnt ihr auch verfolgen auf dem TV-Channel auf FC Bayern TV Live. Das komplette Spiel live und in voller Länge. Also, jetzt aber nochmal zurück zum aktuellen Spiel. Wir sind gerade wieder mit Ballbesitz Bayern unterwegs. Benji Pavard, Ball zirkuliert gerade ein bisschen in der Viererkette. Jerome Boateng, also die Bayern jetzt mit 10 Mann in der Hälfte der Freiburger. Es wird also weiter Druck gemacht. Ja, knapp 20 Minuten sind es noch und ich hoffe und ihr hofft vor allem, dass Josua Zirkzee da nochmal zum Schuss kommt. Nick, Zoe, ihr seid die größten Zirkzee-Fans, glaube ich, in unserer YouTube-Community. Noah, du willst gegrüßt werden, das machen wir hiermit. Grüß dich, Noah. Auch du freust dich bestimmt über ein Tor von Josua Zirkzee. Das ist also ein ganz, ganz großes Thema. Das hat der Römer Kai vorher auch schon angesprochen, wie wichtig das ist für die Jungen, eben da nochmal die Spielzeit zu bekommen, sich auch eben zu zeigen, sich zu verwirklichen. Und apropos Römer Kai, jetzt hier hat man Torschuss von Josua Zirkzee, leider links am Tor vorbei. Apropos Römer Kai, mit dem wollen wir nachher nochmal sprechen. Den konnten wir noch überreden, dass er nach dem Spiel, er hat zwar viele Termine, nochmal kurz Zeit hat, 2-3 Minuten, um uns nochmal sein Fazit durchzugeben zu diesem Bayern-Spiel. Vielleicht auch dann zur Leistung von Josua Zirkzee. Wie fandet ihr Cousins, ist hier die Frage von Lea. Ich gehe da mal ein bisschen drauf ein. Ich finde, dass Mikael Cousins ein gutes Spiel gemacht hat. Er versucht sich da absolut immer frei zu spielen. Er ist sehr präsent im Spiel. Er ackert sehr, sehr viel. Das ist ja auch das, was Hansi Flick widerspiegelt auf den Pressekonferenzen. Und deswegen lässt er Mikael Cousins ja auch spielen, weil er sich eben im Training so gut präsentiert und so gut zeigt. Und das macht er ja hier auf dem Feld auch ganz gut. Und jetzt hatten wir gerade wieder eine super Torschuss von Thomas Müller. Also die Bayern, so ist mein Gefühl, drücken hier auf den nächsten Treffer und dann wären wir schon beim 4:1.
Zirkzee macht 2 Tore, schreibt der Wolfram Hübner. Ja, würde mich auch freuen, wenn Zirkzee 2 Tore macht. Vielleicht macht Müller jetzt gerade noch mal eins, noch mal zur Erklärung, warum ich unten rechts schaue. Hier ist der Bildschirm. Hier sehe ich das Spiel für euch. Zirkzee. Ja, der Levi soll mal die 40 voll machen, schreibt Vionik auf YouTube. Ja, das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, aber dieser Rekord von Gerd Müller, der ist so ungebrochen. Wir haben ja vorher mit Roy Mackay auch drüber gesprochen, wie schwer das wirklich ist, diese 40 Tore in dieser Konstanz durchzuziehen. Das ist eine Marke, die ewig steht. Karl-Heinz Rummenigge sagt das immer so schön über das Triple des FC Bayern München, weil viele immer jede Saison nach dem Triple verlangen. Dann sagt Karl-Heinz Rummenigge auch immer, der FC Bayern ist 120 Jahre alt und das Triple hat genau ein einziges Mal stattgefunden. Also das jedes Jahr zu erwarten, wäre Wahnsinn. Genauso geht es eben mit diesem 40-Tore-Rekord von Gerd Müller. Obwohl Robert Lewandowski in einer super Verfassung ist, ist es einfach verdammt schwer. Es soll wieder müllern, schreibt der Herr auf YouTube. Da bin ich bei dir. Das wäre ganz schön. Und wir hoffen natürlich auch, dass Wade noch ein paar mehr Tore von Robert Lewandowski fallen. Also das wäre eine ganz coole Geschichte. Entweder Thomas Müller oder Robert Lewandowski, der nochmal eins drauflegt und vielleicht dann nochmal ein bisschen näher an diesen 40-Tore-Rekord hinkommt. Dann wird es aber ganz schön eng mit den verbleibenden Spielen. Wer die Tabelle kennt, wer den Spielplan kennt in der Bundesliga, der weiß, da ist nicht mehr so viel zu holen. Da müsste noch ein sehr torreiches Spiel dann gegen die Wolfsburger geben. Aber warum nicht? Könnte ja alles definitiv so stattfinden. Dominik Haab schreibt, Lewandowski soll den Dreierpack machen. Ja, das wäre eine gute Option. Dann hätten wir auf jeden Fall schon mal noch mal ein bisschen Tore gewonnen für den ewigen Rekord. Galaxy fragt, was denkst du, wird Bayern das Triple gewinnen? Ja, ganz schwierig. Haben wir vorher mit Roy Mackay auch schon drüber gesprochen. Im Pokal steht man jetzt ganz gut da. Man hat gegen Leverkusen gezeigt, dass man bestehen kann. Wird, glaube ich, nochmal eine ganz interessante Geschichte, zumal eben diese Pokalspiele in Berlin auf neutralem Rasen, in neutralen Stadien, das auch nochmal was ganz anderes werden. Ich glaube, dass der DFB-Pokal auf jeden Fall gut möglich ist und Champions League, da werden die Karten nochmal ganz neu gemischt. Da wage ich noch keine Prognose. Ich glaube, dass in der Champions League erstmal tatsächlich jetzt das Viertelfinale safe gemacht werden muss gegen Chelsea. Die sind auch gut drauf. Wir haben vielleicht den Vorteil, dass die Bundesliga jetzt schon wieder ein bisschen länger läuft, dass man sich da festspielen konnte. Deswegen glaube ich, wird es in der Champions League tatsächlich nochmal eine ganz, 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 ganz interessante Sache. Und da werden wir noch lang drüber sprechen, über diese Champions League-Saison. Wie seht ihr das? Bei wie vielen Toren steht Levi gerade? Das kann ich auch nochmal gerade sagen. Die Frage kam rein. 33 sind es aktuell. Also 7 würden noch fehlen zum Torrekord. Unmöglich ist es nicht, aber es ist schwer. So viel, glaube ich, ist ganz klar zu sagen. Hat Kimmich heute schon? Wie viele Scorerpunkte hat Kimmich heute schon? Ja, das müsst ihr in den entsprechenden Plattformen nachschauen, wenn ihr da auf irgendwelche Kicker-Manager geht. Aber Kimmich hat auf jeden Fall ein Tor gemacht heute mit dem linken Fuß. Das war auch sensationell. Da wurde er schön freigespielt. Auch da hat ihn Robert Lewandowski bedient. Auch das haben wir vorher mit Roy Mackay schon besprochen. Also das kann er auch sehr gut. Er ist auch ein sehr, sehr dankbarer Mitspieler eben, Robert Lewandowski aktuell. Das ist sehr, sehr schön. Ist Hernandez verletzt, schreibt Merima. Nee, Hernandez ist nicht verletzt. Hernandez ist noch am Feld. Der hat vorher mal einen Schlag abbekommen. Aber ja, wir sind in der 75. Minute und bis jetzt ist er auf jeden Fall noch am Platz und macht das auch sehr, sehr gut, was wir so verfolgen können. Also das sieht wirklich gut aus. So, ich hoffe, ich konnte viele Fragen von euch beantworten. Die Lea stellt noch eine, was würdest du Cousins heute für eine Note geben? Ja, da tue ich mir immer ein bisschen schwer mit dem Benotungssystem. Das ist immer, glaube ich, wird den Spielern nicht ganz gerecht, wenn man da immer nur eine Schulnote gibt und sagt, das war eine 4, das war eine 5. Das ist klar bei den Journalisten gerne gewählt. Aber man muss da immer ein bisschen das große Ganze sehen, glaube ich. Wie war das über mehrere Spiele? Wie zeigt sich jemand im Training? Das ist auch ganz wichtig. Da haben wir den großen Vorteil hier in der Säbener Straße. Hier sehen wir den Fußballplatz. Kriegen wir das Woche für Woche mit, was da so passiert. Und da ist Michael Cousins wirklich ganz, ganz große Klasse. Also da gibt er sehr viel Gas und zeigt sich da sehr, sehr intensiv. So, soweit zu euren Fragen. Jetzt würde ich nochmal kurz rübergehen zu unseren Kollegen vom Webradio und wir hören uns dann nach dem Spiel nochmal, nach dem Endspurt im Webradio mit Roy Mackay und dann können wir auch nochmal auf ein paar Fragen eingehen. Viel Spaß nochmal im Webradio. 1 gegen Josua Kimmich, muss dann aber abdrehen. Guter Pass auf Günther, aber dann ist Jerome Boateng da, gar kein Problem. Für den Innenverteidiger, da läuft der Günther einfach ab und dann ist der Ball wieder in Reihen der Bayern und dann gibt es einen Foul der Freiburger, die den Gegenangriff schnell unterbinden wollen und deswegen Freistoß für die Bayern. Knappe Viertelstunde, nicht mehr ganz, 12, 13 Minuten in der regulären Spielzeit noch zu gehen.
in dieser Partie am 33. Spieltag. Weiterhin 3:1 für die Bayern und es sieht nicht danach aus, als könnte hier noch großartig was schiefgehen für den Rekordmeister. Nächstes Foul von Günther an Lucas Hernandez, der da in der Hälfte der Bayern ziemlich stark draufgegangen ist. Und jetzt die Münchner mit dem Gegenangriff über die linke Seite. Da ist jetzt mal Platz. Kingsley Coman. Der King zieht in den Strafraum, legt sich den Ball auf den rechten Fuß, spielt dann nochmal raus. Hereingabe von Lucas Hernandez. Aber die wird dann mehr oder weniger zu einem Torabschluss. Und deswegen relativ ungefährlich. Alexander Schwolo muss da nicht mehr eingreifen. Ball ging neben dem Tor ins Aus. Abstoß Alexander Schwolo. Was können die Freiburger hier noch offensiv umsetzen? Im Moment sieht es eher danach aus, als wenn die Bayern noch einen Treffer nachlegen könnten. Aber wer weiß, das war auch in Halbzeit 1 schon so, dass da aus dem Nichts auf einmal der Anschlusstreffer der Gäste kam. Und sollte das passieren, dann könnte das hier tatsächlich nochmal eine spannende und interessante Schlussphase werden. Aber die Bayern schon wieder im Ballbesitz mit Jusor Kimmich. Linke Seite rettet den Ball dann da vor dem Aus. Und jetzt geht's schnell. Thomas Müller hat da mal ganz viel Platz. Zentrale Position, 20, 25 Meter vor dem Tor. Spielt dann raus auf Zirkzee. Zirkzee im Strafraum. Ball in die Mitte auf Müller. Und dann springt Thomas Müller der Ball zu weit vom Fuß weg, dass er nicht mehr abschließen kann. Das wäre eine richtig gute Möglichkeit für Thomas Müller geworden. Das war eigentlich eine ganz coole Situation, die sie wirklich gut gelöst haben. Ich glaube, das ist sowas, was man auch im Training einübt. Nämlich Joshua Zirkzee, der da rechts raus bedient wurde von Thomas Müller und dann die scharfe Hereingabe zurück auf Thomas Müller. Und der, ganz selten, dass man sowas sieht, dass ihm ein Ball so unkontrolliert wegspringt. Also muss man wirklich sagen, das kennt man eigentlich von ihm gar nicht. Und insofern hat er da sein Haupt mit Asche bestreut, weil er da wirklich konsterniert war und ist da zu Boden gegangen und hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wie er diesen Ball da so versemmeln konnte. Na gut, aber die Bayern sind wieder am Drücker. Das ist das Beruhigende. 10 Minuten haben wir noch auf der Uhr. 3:1 steht's. Das ist alles sehr, sehr komfortabel und alles, ja, wie soll man sagen, sehr gut auseinandersortiert und dividiert. Das ist wunderbar. Kimmich führt jetzt den Ball in der eigenen Hälfte und nimmt da auch Javi Martinez mit. Beschäftigt so ein bisschen seine Mitspieler, die da alle mehr oder weniger stehen. Es ist relativ wenig Bewegung einfach in dieser Partie. Freiburg steht wieder tief hinten drin. Ich fand, offensiv waren sie am stärksten, wenn sie früh gepresst haben. Aber das kostet natürlich auch Kraft. Alles leichter gesagt als getan. Und gegen die Bayern willst du natürlich nicht ins offene Messer laufen. Und ich glaube, mit 3:1 kommt man im Moment ganz gut zurecht und auch weg. Wenn man das aus Christian Streichs Sicht sieht, natürlich würde man da gerne ein bisschen mehr noch mitnehmen. Aber dazu müssten sie auch ein bisschen mehr investieren. Die Bayern können sich die Kugel zuspielen, versuchen jetzt mal in des Gegners Hälfte zu kommen mit Kimmich und mit dem Vertikalpass auf Zirkzee und der mit der schnellen Weiterleitung an Leon Goretzka. Aber der ist fast zu schnell für den Ball und nimmt ihn mit und der Ball landet dann bei Schwolo. Der macht die Partie wieder schnell auf links raus und dann geht es über Gianluca Waldschmidt immer noch in der eigenen Hälfte für die Freiburger relativ langsam nach vorne, weil die Bayern hochstehen, aber nicht richtig draufgehen. Sie sind nicht dran am Mann im Moment. Jetzt geht es über die rechte Seite. Jonathan Schmidt muss ein bisschen das Tempo verzögern, weil er auf Lucas Hernandez aufläuft, aber immer noch Schmidt mit links abgezogen. Ball kommt irgendwie zu Pavard und der drischt die Kugel erstmal nach vorne. So, jetzt sind wir wieder mitten im Anstoßkreis. Die Freiburger wieder im Ballbesitz. Sind noch gute 8 Minuten zu gehen. Aber es gibt im Moment wieder kein richtiges Fortkommen für Itter. Drum dreht er da ab und der nächste Ball wird abgeprallt von Benjamin Pavard auf Kosten des nächsten Einwurfs. Also die Freiburger, sie sind bemüht. Ich glaube, das kann man als Fazit jetzt schon ziehen. Aber so richtig knacken können sie die Bayern nicht. Nein, wir gehen in die Schlussphase. Noch gut 8 Minuten zu spielen. Im letzten Heimspiel des FC Bayern in dieser Saison 2019-2020 in dieser, ja, kuriosen, legendären Saison, könnte man schon fast sagen, aufgrund dieser Geschehnisse, die sich da im Laufe des Jahres abgespielt haben. Passiert gerade nicht allzu viel auf dem Feld. Die Freiburger mit einem schwachen Spielaufbau. Ball geht dann ins Seiten aus. Gibt Einwurf für die Bayern in der Hälfte der Freiburger. Knapp 30, 40 Meter vor dem Tor. Ball kommt dann zu Jusor Kimmich. Zentrale Position. Der spielt einen guten Ball auf Kingsley Coman. Coman dann raus auf Zirkzee. Zirkzee am Strafraumeck. Sucht da jetzt das 1-gegen-1. Kann sich da aber zunächst mal nicht durchsetzen. Aber er holt immerhin noch einen Eckball gegen Gianluca Itta raus. Das war zumindest das, was da
noch rausspringen konnte bei dieser Aktion. Gibt den nächsten Eckball für die Bayern von der rechten Angriffsseite. Josua Kimmich führt den Eckball wieder kurz aus. Ball ist im Spiel. Coman an der Strafraumkante. Jetzt hat er ein bisschen Platz. Jetzt könnte er vielleicht abschließen, verzögert dann aber nochmal. Ball geht nochmal zurück und dann schlechte Flanke Richtung Strafraum. Aber Ball weiterhin bei den Bayern. Müller mit der Hereingabe, zumindest mit dem Versuch der Hereingabe, misslingt. Zweiter Ball wieder bei den Münchnern. Jerome Boateng, der ist da jetzt auch mal ein bisschen mit aufgerückt. Letzter Mann ist Javi Martinez an der Mittellinie. Da ist der Ball gerade. Der spielt den jetzt links raus. Jetzt versuchen sie Bayern es nochmal über die andere Seite. Über Kingsley Coman zieht den Sprinter an gegen Jonathan Schmid. Kommt gleich ein zweiter Freiburger zur Unterstützung. Deswegen spielt Coman erstmal zurück auf Hernandez. Hernandez sucht da den Weg in die Mitte, kann sich da aber nicht durchsetzen. Aber die Freiburger bekommen das Spielgerät nicht unter Kontrolle. Und deswegen bleibt der Ball bei den Bayern. Guter Ball in die Spitze. Da war Pavard in den Strafraum reingestoßen. Aber der ist dann doch ein Stückchen zu lang für den Franzosen. Und deswegen geht der Ball ins Aus. Gibt den nächsten Wechsel bei den Bayern. Javi Martinez wird das Spielfeld verlassen. Und dann gibt es ein Bundesliga-Debüt, Christian, wenn ich das richtig sehe. Absolut richtig gesehen. Jamal Musiala kommt rein. Ganz junger Bursche. Stopp, da muss ich dich unterbrechen. Nee, es ist Chris Richards. Chris Richards, sorry, genau. Aber trotzdem, das ist ein Debüt für ihn, der jetzt Bundesliga-Luft schnuppern darf, der US-Boy. Schauen wir mal, wo er sich hier einsortieren wird. Javi Martinez ist runtergegangen und jetzt wird hier sich ein bisschen beschwert, weil da Coman, glaube ich, mit seinem Gegenspieler zusammengepeilt sein soll. Also, wir haben ein Bundesliga-Debüt von Chris Richards. Freuen wir uns für ihn, für den Boy, der vom FC Dallas kam. Und ja, das war eine kuriose Szene hier an die Latte gefetzt von Kingsley Coman, das ging gar unter, weil die Kameras noch zu lange drauf waren auf diesem Spielerwechsel. Also das war wirklich mal eine richtig gute Gelegenheit, aber bislang war das überhaupt der erste Schuss aufs Tor. Alle anderen Versuche gingen am Kasten vorbei, egal von Freiburg oder von Bayern. Ganz verrückt. Aber gut, jetzt schauen wir mal. Jetzt kommen die Freiburger wieder über Kwon, versuchen da nach vorne zu gehen. Die Dreierabwehrkette der Bayern steht im Moment. Jetzt ist es wieder eine Viererkette, weil Hernandez mit dabei ist. Die Flanke kommt, die ist lang, die ist weit, aber der Hernandez macht seinen Job gut. Klärt erstmal, spielt nach vorne zu Kingsley Coman und der schiebt jetzt wieder an. Gemeinsam mit Leon Goretzka, mit Thomas Müller natürlich. Der geht zentral, legt die Kugel auf rechts raus zu Joshua Zirkzee. Zirkzee geht nach innen rein, die beiden rochieren. Die Abwehr steht aber der Freiburger. Der Versuch in die Schnittstelle zu spielen auf Robert Lewandowski. Ganz knapp vorbei gelaufen, der polnische Goalgetter, weil der Pass einfach nicht ganz präzise war. Bei diesem Tempo kann das aber natürlich passieren. Die Freiburger haben aber in dem Fall gut aufgepasst. Wir haben keine 5 Minuten mehr auf der Uhr, in der Münchner Allianz Arena offiziell zu gehen. Also schade, dass diese zweite Hälfte so an Höhepunkt ein bisschen sparsamer blieb als der erste Durchgang, wo wir ja insgesamt 4 Tore gesehen haben. Also wir haben gedacht, dass das so ein bisschen weitergeht und dass wir uns vielleicht der 100-Tore-Marke da noch ein bisschen annähern. Jetzt müssen die Bayern das versuchen, in Wolfsburg dann zu richten. Bin gespannt, ob das da noch klappen kann. Das ist dann doch noch mal ein ganz schöner Weg dahin. Aber gut, sei es drum, jetzt versuchen die Freiburger nochmal durchzugehen bis zur Grundlinie. War zwar nicht wirklich gefährlich, da ist auch Kingsley Coman noch zur Stelle. Und dann müsste es eigentlich eine Ecke geben. Und bin mir nicht sicher, ob der Schiedsrichter das auch so gesehen hat. Die Kapitänsbinde, die wechselt wieder bei den Freiburgern, weil nämlich Christian Günther runtergehen darf. Und für ihn kommt Amir Abrashi, wenn ich es richtig gesehen habe. Das ist korrekt. Genau. Nächster Wechsel bei den Freiburgern. Noch knapp 3 Minuten sind zu spielen in der regulären Spielzeit. Und ich denke, jetzt dürfte diesem nächsten Sieg der Bayern, dem 15. Pflichtspielsieg in Serie, nichts mehr im Weg stehen. Auch wenn die Freiburger da jetzt noch mal ein bisschen Druck machen und den Fehlpass der Bayern provozieren in der eigenen Hälfte. Gibt Einwurf für die Freiburger. Kwon gibt den Ball dann aber noch mal weiter an Jonathan Schmid, der wird den Einwurf dann gleich ausführen. Aber ich denke mal, da wird nicht mehr viel passieren. Das werden die Bayern über die Zeit bringen. Einwurf jetzt für die Freiburger. Jonathan Schmid, der verzögert dann nochmal, weil er einfach keine Anspielstation findet.
Und dann ist der Freiburger Einwurf auch nicht wirklich gut ausgeführt. Ball geht zurück in die eigene Spielhälfte der Gäste. Die ist jetzt über die linke Seite, versuchen über Ita, aber dann ist der Pass auch schon wieder zu ungenau. Ball geht ins Seitenaus von Luca Waldschmidt und es gibt Einwurf für die Bayern. Kingsley Coman also mit der besten Chance in Halbzeit 2, das wäre fast untergegangen. Aber das, was wir jetzt sehen, das lassen wir nicht untergehen, denn jetzt gibt es tatsächlich das nächste Bundesliga-Debüt. Ja. Und jetzt ist es wirklich der junge Mann, von dem du vorhin schon gesprochen hast, Christian. Auf den habe ich ja gezählt, auf den habe ich gehofft. Thomas Müller geht runter und Jamal Musiala kommt. Wahnsinn, aus der U17 gekommen, der Bayern, und dann einfach mal durchgestartet. Unglaublich, bei der U23 oder bei den FC Bayern Amateuren, wie man will, gegen den FC Zwickau. Gleich 2 Tore geschossen, in seinem 2. Einsatz, meine ich, war es. Also auch ganz verrückt, er sofort eingeschlagen. Zack, und jetzt steht er hier auf dem Bundesliga-Parkett. Sensationell, auch wenn es nur für, ja, vielleicht jetzt noch 2 Minuten ist, aber egal, der Bursche schnuppert Bundesliga-Luft. Wer kann das schon von sich behaupten? Also da gibt es nicht so viel. So, das kann ihm keiner mehr nehmen. Nee, gar nicht. Also der ist jetzt drin. Na, und wir sind alle Zeuge von diesem Einsatz. Und die Bayern kommen nochmal über die rechte Seite. Einwurf von Benjamin Pavard. Und dann wechseln sie die Seite rüber auf Lucas Hernandez. Und die Bayern spielen das natürlich jetzt mit ihrer Routine runter. Also man muss sich jetzt, denke ich, keine großen Sorgen mehr machen, dass hier irgendwas an dieser Erfolgsserie reißt. Auch den Vorwurf, dass man irgendwie den Wettbewerb verzerrt hätte oder so, den kann niemand den Bayern machen. Das ist auch immer die größte Sorge in so einer Phase der Liga, wenn dann sozusagen das Meisterrennen hier in dem Fall entschieden ist. Die anderen Positionen sind natürlich noch offen und drum verhalten sich die Bayern natürlich absolut sportlich fair, so wie sie das gehört, und spielen hier ordentlich. Und jetzt haben wir schon hier Ballkontakt gehabt von Musiala, meine ich, auf der linken Seite, der da, naja, so ein bisschen tanzt mit der Kugel, sich da ein bisschen anfreundet an Bundesliga-Luft, ganz stark. Dann geht's über Kimmich nach rechts raus zu Benji Pavard. Pavard, der dann den Ball nimmt, aber erstmal wieder den Rückwärtsgang einlegt, zurückspielt. Da hilft dann in dem Fall Chris Richards aus, der da auf der linken Linksverteidigerposition ist. So ist es ganz genau. Und auf Nummer sicher geht und ganz routiniert zu Sven Ulreich, der wirklich einen ganz gemütlichen Nachmittag hatte, hier zurückspielt. Die Bayern greifen wieder an, bauen auf über rechts, über Pavard. Zuspiel nicht ganz ideal, aber gut, Ball ist draußen. 2 Minuten Nachspielzeit wird angezeigt. Also die 90 haben wir durch, jetzt gibt es noch 2 Minuten on top. Und dann war es das hier aus der Münchner Allianz Arena für diese Saison. Unglaublich. So ist es. Und wir sind uns einig, es war keine berauschende zweite Hälfte der Bayern, aber sie haben eben auch nichts zugelassen. Sven Ulreich hat ganze 2 Torschüsse auf seinen Kasten bekommen. Die hat er ohne Probleme gehalten. Und von daher geht diese 3:1 Führung auch vollkommen in Ordnung für die Bayern. Den Grundstein dafür haben sie in Halbzeit 1 gelegt. Jetzt haben sie nochmal Platz. Kingsley Coman im Strafraum, spielt in die Mitte auf Robert Lewandowski. Der wird da ein bisschen gehalten, setzt sich dann aber durch. Aber dann kann er den Ball doch nicht kontrollieren. Schade, wäre Möglichkeit gewesen, nochmal zum Abschluss gekommen. Ball aber noch in Reihen der Bayern. Coman spielt dann nochmal raus. Ball geht dann zu den Innenverteidiger Chris Richards, kurz auf Jerome Boateng. Boateng, vielleicht fangt er den Ball jetzt nochmal rein. Nee, entscheidet sich für den kurzen Pass auf Pavard, auf die rechte Seite. Pavard spielt dann auf Musiala, der dann nochmal zurückgeht. Und da machen sie es nochmal auf Nummer sicher, die Bayern. Ball geht in die eigene Hälfte zurück zu Jerome Boateng. Nachspielzeit läuft schon, wie gesagt. Also, es wird hier beim 3:1 bleiben. Schade, 2 Tore haben wir gesehen in der Nachspielzeit in der Hinrunde. Ne? Also jetzt hätten wir hier noch ein bisschen noch mal Pfeffer reinbringen können in die Partie, dass wir da noch mal ein Tor sehen oder so. Aber Achtung, jetzt ist da ein Freiburger durchgebrochen, nämlich Kwon. Und der steht alleine vor Ulreich. Und Ulreich macht seine Sache hervorragend. Hat da den linken Fuß ausgefahren. Fußabwehr im 1-gegen-1. Auf einmal war der Kwon da durch. Gab's ja gar nicht. Und ich habe noch geschwärmt, dass wir hier vielleicht mal noch ein Tor in der Nachspielzeit sehen. Habe aber eher für die Roten gedacht, also eher für die Bayern als für Freiburg. Oh mein Haar, wäre es jetzt passiert gewesen. Aber gut, die letzten Sekunden in dieser Partie, die ticken einfach runter. Die Bayern kontrollieren nochmal den Ball. Musiala wird hier gehalten und gezogen und gezupft. Darum gibt es nochmal einen Freistoß mit Boateng, der den Ball nach links vorne drischt Richtung Coman. Der kriegt den Ball nicht, aber Kimmich ist da, setzt den Zirkzee ein. Der lässt nochmal abtropfen für Musiala. Wieder Kimmich. Kimmich, kriegen wir noch eine Aktion zustande? Zeit ist eigentlich rum.
Und jetzt ist es soweit. Das war's. Der FC Bayern gewinnt mit 3:1 gegen den SC Freiburg durch die Tore von Joshua Kimmich in der 15. und den Doppelpack von Robert Lewandowski in der 24. und 37. Minute. Lukas Höhler hatte zum zwischenzeitlichen 1:2 aus Sicht der Freiburger in der 33. getroffen. Und ja, am Ende ist es so, wie wir es erwartet haben. Die Bayern marschieren weiter. Kommt der 100-Tore-Marke in dieser Saison noch ein Schrittchen näher. Wir haben 2 Bundesliga-Debüts gesehen und im Endeffekt war das doch ein sehr gelungener Nachmittag für die Bayern. Auf jeden Fall auch, glaube ich, Christian Streich ist nicht ganz unzufrieden, gibt den Shake Hands mit seinen Spielern. Die haben sich so gut wie es ging verkauft. Für Jamal Musiala ist es mit 17 Jahren und 115 Tagen Bayerns jüngster Bundesliga-Debütant, löst damit Pierre-Emil Højbjerg ab. Und also die haben das gut gemacht. Bei Bayern ist das Potenzial da, dass eben von unten, von der Jugend quasi was nachkommt, dass da was da ist. Und Hansi Flick ist eben auch ein Spieler, der die Burschen dann auch einsetzt und sie bringt, wenn denn die Gelegenheit da ist. Also unterm Strich haben wir eigentlich ein sehr unterhaltsames Fußballspiel gesehen, wo Bayern schon als Meister feststeht, zum 30. Mal, zum 8. Mal in Folge. Und es gibt das faire Shake-Hands zwischen Hansi Flick und Christian Streich, der eigentlich immer ein toller Gast ist, einen tollen Fußball spielen lässt. Aber heute haben es die Freiburger einfach natürlich nicht so hinbekommen, wie sie sich das vielleicht vorgestellt haben oder gewünscht hätten. Ja, für die Freiburger wird es jetzt sicherlich schwierig, da noch den Platz 7, der zur internationalen Qualifikation reichen würde. Schalke dass haben sie den noch. Erreichen würde nächste Woche dann. Das war's dann erstmal vorerst mit dem FC Bayern Webradio. Vielen Dank, Jungs, für euer Fazit. Vielen Dank für den spannenden Kommentar. Ich fand's gerade ganz interessant, da muss ich kurz drauf eingehen, was man gesehen hat im Fernsehen. Christian Streich saß da auf der Trainerbank und man konnte ihm von den Lippen ablesen, dass er gesagt hat, so ein Mist. Also das hat ihm natürlich gar nicht geschmeckt. Das kann man natürlich auch noch konkretisieren, denn für Freiburg ging's heute um die Euroleague-Plätze und damit mit dieser Niederlage ist das leider raus und die Freiburger spielen da keine Rolle mehr. Also eine bittere Niederlage, die Christian Streich sicher wehtut. Jetzt gerade ist er noch im Gespräch mit Thomas Müller. Also man tauscht sich da aus. Auch die Bayern-Bosse haben diesen Sieg gerade nochmal zusammen gefeiert. Hansi Flick hat ja nochmal 2 junge Talente reingebracht und schöne Bilder, die wir gerade noch aus der Allianz Arena sehen. Christian Streich im Gespräch mit Hasan Salihamidžić, mit Thomas Müller. Also man schätzt sich sehr hier in dieser Konstellation und das ist ja wirklich auch immer sehr, sehr schön zu sehen. Ja, hier kommen noch ein paar Fragen rein. Wann spielt Süle? Ja, das müssen wir noch ein bisschen schauen, da müssen wir noch ein bisschen warten. Vielleicht weiß es ja Roy Makaay, mit dem wollen wir nämlich jetzt nochmal sprechen, von dem holen wir uns nochmal ein Fazit ab zu diesem Spiel. Roy, grüß dich, vielen Dank, dass du nochmal da bist. Ja. Jetzt ist es vorbei, Bayern hat gewonnen, relativ deutlich. Du hast vorher noch ein anderes Ergebnis gesagt, hättest du sind oder überrascht dich diese Deutlichkeit jetzt nach dem Spiel? Nein, aber ich meine, die zweite Halbzeit war natürlich sehr langweilig, aber ich sag's verständlich, natürlich mit so vielen Spielen, kurze Zeit und ja, die haben das ziemlich locker nach Hause gespielt. Und Freiburg hat nur am Ende durch eine große Chance gehabt, die Ulreich gut gehalten hat, aber sonst war es natürlich, zweite Halbzeit war es nicht großartig. Ulreich hast du angesprochen, die Parade fand ich auch sensationell. Ist ja für ihn auch Wahnsinn. Also er sitzt auf der Bank, er ist Backup von Manuel Neuer, der da vor ihm steht. Und dann kommt er rein und liefert wirklich ein super Spiel ab. Also ohne große Fehler, mit großem Selbstvertrauen und auch Wahnsinnsleistung gezeigt. Jamal Musiala ist übrigens mit 17 Jahren der jüngste Bundesliga-Debütant. Also die ganzen Jungen, Roy, die du vorher auch schon angesprochen hast, die da ihre Chance bekommen haben, haben sich auch super gut gezeigt. Also das hat super funktioniert. Jetzt wollen wir noch kurz auf den Pokal schauen, Roy. Über Champions League haben wir vorher schon gesprochen, der steht ja bald an, Leverkusen in Berlin. Wie denkst du, stehen da die Chancen für den FC Bayern München auch noch den Pokal hier nach Hause zu holen? Ich meine, die Chancen sind natürlich immer gut, wenn Bayern in einem Finale steht, aber Leverkusen hat natürlich auch eine sehr gute Mannschaft. Wenn man die beiden Spiele gesehen hat dieses Jahr, ich meine, in München hat Leverkusen ziemlich glücklich gewonnen. Vor ein paar Wochen hat Bayern deutlich und einfach gewonnen in Leverkusen, aber nur ein Spiel, Endspiel, weißt du nie, was passiert. Das hat man letztes Jahr gesehen, gegen Frankfurt im Finale. Aber dass Bayern dahin fährt als Favorit, das ist vollkommen normal.
Also da hoffen wir auf jeden Fall, dass wir auch noch den zweiten Titel und dann vielleicht noch den dritten mitholen. Roy ist sehr, sehr zuversichtlich. Roy glaubt, dass wir das auf jeden Fall so bekommen können und glaubt, dass vielleicht auch drei Titel nach München kommen können, Roy. Und wenn drei Titel da sind, dann glaube ich, sprechen wir nochmal, oder? Dann nimmst du dir nochmal Zeit, glaube ich. Ja, das ist jetzt schon vereinbart. Dann kommst du zum Feiern an dieselbe Nachtstraße. Bist du nochmal in München? Nein, im Moment natürlich mit alles, was passiert in der Welt, ist das natürlich schwierig, aber ich hoffe, bald mal wieder nach München kommen zu können. Sehr schön, Roy. Dann freuen wir uns, wenn wir dich wiedersehen. Ich habe in der Zwischenzeit was zum Anstoßen bekommen auf dich. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und vielen Dank für dein Fazit und wir freuen uns, wenn wir dich hier an der Selwener Straße sehen. Danke, Roy Makaay. Bitte, Prost. Prost. Ja, noch ganz kurz eure Kommentare. Was ist mit Coutinho? Ja, der befindet sich weiter im Aufbau und der FC Bayern ist der beste Verein. Das schreibt der Gamer Best und da gehe ich einfach nur mit. Der FC Bayern ist der beste Verein. Der FC Bayern hat heute auch einen sensationellen Sieg abgeliefert gegen den SC Freiburg. Ich bedanke mich sehr für eure Kommentare. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und würde mich freuen, wenn das auch beim letzten Saisonspiel der Fall ist. Bis dahin wünsche ich euch jetzt eine gute Woche. Feiert den Bayern-Sieg und wir sehen uns dann wieder hier. Zu gewohnter Zeit an gewohnter Stelle. Servus, ciao und schönes Wochenende noch. Ein Ziel, ein Sieg für die Geschichte. Wir sagen wir. Stern des Südens in hellem Lichte. Wir sagen wir. FC Bayern, unsere Liebe. Wir sagen wir. Wir sind deutsche Meister. Yeah. Wir sagen wir. One team, one goal for life. We will never lose our pride. We're the champions, seven in a row. The future looks so bright. Wir sind Sieger, 90 Minuten elf Spieler. Feiern die Tabellenführung in der Bundesliga. Super Bayern, wir haben's verdient. Elf gute Freunde, bestes Team. What you know about 90 minutes of pressure? 90 minutes of blood. 90 minutes of passion. What you know about 90 minutes of love? Es ist Zeit, zweite Halbzeit Applaus. Zeit, Champion zu werden aus einer Leidenschaft heraus. 29 Titel und es geht immer weiter. Wir sind deutscher Meister und der Rest kann einfach. Calma cabeza y el corazón. La copa para arriba somos campeón. Todo unido vamos luchando con vuestro apoyo. Siempre ganando por todo el amor. Gracias a la afición. Juntos gritamos todo gol, 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 gol. Red is the color that we're always reppin'. Numéro 1 sur championnat. Gagne le match, d'un 4 ça ira. Si c'est comme ça, viens dans ma Corée. Allez, 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 l'FCB. FCB, KUC. This is more than a dynasty. This is the greatest club on earth. Not only in Germany. Calma cabeza y el corazón. La copa para arriba.